Ah, sieht gut aus. Ich hoffe, das passt von der Musik her. So ein bisschen leiser, aber ich denke und hoffe, meine Stimme steht darüber. Yo, da sind wir wieder. Zencast Nummer 9. Ja, 3 Wochen sind um. Menge ist passiert. Wahrscheinlich nicht viel von dem, was ich eigentlich gesagt habe, was ich machen wollte. Wenn ich hier nämlich durchgucke, dann ist immer noch vieles auf der To-Do, aber auch vieles, was ich geschafft habe. Also von daher würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Und zwar mit dem wahrscheinlich größten Thema: Arbeit. Denn Arbeit, vor allem das hier unten, ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Beziehungsweise ich habe endlich die 34-Stunden-Woche. Yes! Ah, das ist schon ziemlich geil. Letzte Woche, also seit Juli, habe ich die. Und es ist noch keine 4-Tage-Woche, weil ich immer noch im selben Projekt bin und ich nicht einfach innerhalb des Projektes sagen wollte, okay, ich bin mittwochs nicht mehr da oder so. Sondern wir haben das jetzt so gemacht, dass ich Montag erst um 9 anfange und dann auch schon um 16 Uhr Schluss mache. Moment, ich muss kurz meinen Stuhl einstellen hier. Okay. Ist immer noch zu wenig. So, besser. Eigentlich immer noch nicht. Er soll mich so auf halber Höhe halten. Ah, okay. Genau, wir machen jetzt, also Montag habe ich 6 Stunden und Freitag habe ich 4 Stunden. Der Rest ist ganz um 8. Montag starte ich um 9 und höre um 16 Uhr auf. Im Vergleich zu den anderen Tagen 8 bis 17 Uhr. Und am Freitag 8 bis 12 Uhr. Und dann war dieser Freitag der erste, wo ich wirklich das Notebook um 12 Uhr zuklappen konnte. Ah, das war so geil. Und das war sogar noch nur halb so geil, weil ich wusste, dass ich an dem Tag noch irgendwo hinfahre und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich weiß, ich habe später am Tag noch was zu tun, kann ich die Freizeit dazwischen wenig schätzen. Also, ich habe zwar um 12 Schluss gemacht, ich wusste aber, dass ich um 17 Uhr schon wieder los muss und konnte da nicht so hundertprozentig relaxen. War aber auch nicht so schlimm, weil ich habe die Zeit genutzt, um das 8-monatige Jubiläum mit meiner Freundin zu feiern. Da haben wir unser erstes Date rekreiert, aber das kann ich da drüben im Dating-Bereich nochmal sagen. Auf jeden Fall habe ich die Zeit gut genutzt. Und es ist schon ein mega geiler Gedanke, wenn du so freitags 13 Uhr oder 14 Uhr unterwegs bist und dir denkst, hey, normalerweise müsste ich jetzt zu Hause sitzen. Normalerweise müsste ich gerade arbeiten, aber nö. Nö, jetzt nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, wie das nächste Woche wird, weil nächste Woche habe ich, glaube ich, nichts geplant auf dem Freitag. Doch, Axt werfen. Ha. Ja, das ist besonders spannend. Axt werfen werden wir machen. Aber gut, das ist ähnliche Situation. 12 Uhr Feierabend, 18 Uhr dann zum Alex, aber das ist halt eine kleinere Sache, von daher nicht so dramatisch. Trotzdem cool. Trotzdem sehr, sehr cool. Und ich freue mich echt zu sehen, wie das weitergeht. Halt Montag ganz entspannt in den Tag mit 2 Stunden weniger und Freitag ab 12 Uhr Wochenende. Mega, mega. Ja, dazu kommt, dass ich am Ende des Jahres höchstwahrscheinlich noch eine Gehaltserhöhung kriege zum Inflationsausgleich. Und je nachdem, wie hoch das ausfällt, streiche ich vielleicht noch 2 Stunden und habe dann die wirkliche 4-Tage-Woche mit 32 Stunden. Das wäre mega. Ja, ansonsten läuft das relativ entspannt gerade auf Arbeit. Wir sind so in der Auslaufphase vom Projekt. Bin wahrscheinlich noch bis August drauf. Und dann kommt das nächste natürlich. Aber das bedeutet, dass wir jetzt so die Abschlussarbeiten machen. Das ist eigentlich ziemlich krass wechselt zwischen, okay, das ist gerade super stressig, aber sobald das Thema durch ist, erstmal wieder relativ entspannt, weil einfach generell nicht mehr so viel auf der To-Do-List steht.
Ja, von daher Projektarbeit auf Arbeit entspannt. Was natürlich jetzt auf dem Plan steht, ist nach wie vor weitere Zertifizierungen zu machen. Ich bin gerade hier dran, CMDB Fundamentals, also von dem Programm Service Now. CMDB ist die Configuration Management Database, wo alle möglichen Objekte wie Router, PCs, aber auch Software verzeichnet ist. Einfach eine Datenbank für alles, was irgendwie relevant sein könnte. Und da das das zentrale Stück von Service Now ist, habe ich gedacht, okay, gucke ich mir mal an, wie das im Detail funktioniert, weil über das Projekt kam halt schon öfter mal irgendwas auf, wo ich dann dachte, weiß ich nicht, ich glaube, da sollte ich mehr drüber wissen. Also habe ich schlichtweg diesen Kurs hier angefangen. Das ist Self-Learning, also da habe ich keine Deadline oder so, sondern ich mache das komplett für mich und auch in meiner Freizeit, weil das theoretisch nicht, also ich könnte es in die Arbeitszeit packen, ich könnte es auch vom Kunden abbuchen, aber ist eigentlich nicht gewollt. Es ist ein bisschen paradox. Die meinen, ja, ihr müsst euch alle weiterbilden, ja, ihr müsst euch zertifizieren und so weiter. Aber macht es mal nicht in der Kundenzeit, wo ihr arbeiten sollt für den Kunden, macht es mal danach. Aber nee, abrechnen könnt ihr es eigentlich nicht, rechnet es mal auf den Kunden ab. Und dann stehst du da und denkst dir, naja, was denn nun? Deswegen habe ich dann gesagt, okay, whatever, mache ich es halt in meiner Freizeit, aber 30 Minuten am Tag. Ich habe das jetzt auch so gemacht, dass ich zwei Sessions à 15 Minuten mache. Denn ich habe ja hier meine große To-Do-List von Todoist, wo alles Mögliche drin steht, unter anderem auch 30 Minuten Lernen als To-Do. Und ich habe das sogar mit Priorität 1 gekennzeichnet. Und trotzdem habe ich beobachtet, dass ich über die letzten Wochen das dann relativ wenig gemacht habe. Stand zwar dran, ja, Priorität 1, Lernen ganz wichtig, aber wirklich durchgezogen habe ich selten. Von daher habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt anders. Anstatt mir einzutragen, 30 Minuten Lernen, habe ich das gesplittet und habe jetzt 2x15 Minuten Lernen und das funktioniert viel, viel besser. Weil einfach die Einstiegshürde sozusagen viel kleiner ist, wenn du weißt, naja, ich mache hier nur 15 Minuten, danach kann ich wieder chillen. Und diese 15 Minuten sind ja dann auch relativ schnell rum. Das führt aber dazu, dass ich insgesamt mehr mache. Weil selbst wenn ich einen Tag nur 15 Minuten mache und die anderen 15 Minuten nicht, habe ich immer noch mehr gemacht, als die 30 Minuten komplett auszusetzen. Und ich bin ja generell ein Freund davon, lieber auf lange Zeit in kleinen Stücken zu lernen, als, keine Ahnung, 5 Stunden am Stück mich hinzusetzen, irgendwas reinzuprügeln. Das ist, glaube ich, auch die gesündere Art, was ich mache. Und offensichtlich funktioniert es ganz gut bis jetzt. Ja, und das Ding wird noch eine Weile gehen, weil das ist riesig, weil es eben so zentral ist. Aber wenn das durch ist, werde ich dann die nächste Security-Prüfung machen. Governance Risk Compliance. Wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende August fange ich damit an. Das ist auch so die Zeit, wo es zum Ende des Projekts geht. Wo es zum Ende des Projekts geht. Und im besten Fall kann ich sogar mit meinem nächsten Projektleiter aushandeln, dass ich explizit Arbeitszeit dafür kriege. Das wäre ziemlich nice, weil dann brauche ich weniger von meiner privaten Zeit reinstecken. Die Motivation, warum ich das in meiner privaten Zeit mache, ist halt, weil es mir auf lange Sicht genau das hier ermöglicht. Denn gerade in der IT zählt halt nicht zwingend, wie viel du arbeitest, sondern wie effektiv du arbeitest und effizient. Das heißt, wenn ich einfach meine Effektivität und Effizienz dadurch steigere, dass ich mehr weiß und weniger Fehler mache, ist das ja auch für den Kunden besser, weil die Ergebnisse schneller kommen. Ich brauche weniger Zeit und kann dann entsprechend ohne schlechtes Gewissen meine Arbeitszeit reduzieren und trotzdem die gleiche Leistung bringen, als wenn ich mich nicht weiterbilden würde. Das ist halt so ein Fall von, ich stecke jetzt ein bisschen mehr Arbeit vorne rein und habe hinten raus einfach viel, viel mehr Entspannung. Denn die 30 Minuten am Tag, A, tun mir nicht weh und B, sind ja auch nicht der große Aufwand. Aber in 2, 3 Jahren, wenn es mir durchgängig eine 4-Tage-Woche einbringt, mit 6 Stunden am Tag, oder wer weiß, bis dahin vielleicht noch weniger, dann hat sich's absolut gelohnt. Von daher ist das meine Motivation, das durchzuziehen.
Ja. Von daher, auf Arbeit, alles entspannt. Dann haben wir hier Twitch. Twitch, naja, ihr habt es gesehen, konnte ich nicht ganz so krass durchziehen. Aber hey, ich bin wieder auf 215 Follower. Nice. Ich glaube, die Woche konnte ich zweimal streamen. Letzte Woche konnte ich... Habe ich gar nicht oder habe ich Sonntag kurz? Mal kurz gucken. Ich glaube, Sonntagabend habe ich. Und die Woche davor zweimal, ja. Also, es ist viel passiert, deswegen konnte ich nicht so regelmäßig streamen. Aber dafür, hey, die Woche dreimal. Zweimal normale Streams und einmal Zencast. Also, könnt ihr euch ja nicht beschweren, ne? Zum Thema, warum bewegt sich das immer noch nicht vorwärts? Ja, ich habe das mit dem Multistream immer noch nicht angegangen. Ich müsste das echt machen. Aber es ist auch auf der Prioritätenliste relativ weit unten. Das höchste auf meiner Prioritätenliste ist gerade immer noch Management meiner To-Do-List. Denn ich habe halt eine Menge. Also ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Die sieht so aus. Und da ist halt die Frage, wie kriege ich das alles? Und hier sind schon einige Sachen nicht mehr drin, weil ich die schon heute gemacht habe. Hier sieht man es eher. Daily To-Dos und Recurring To-Dos sind so Sachen, die ich halt täglich oder wiederkehrend mache. Und mein aktuelles Ziel ist erstmal dafür zu sorgen, dass ich das tatsächlich durchziehe. Dass ich jeden Tag diese ganzen täglichen To-Dos mache, weil das die sind, die mich dann langfristig weiterbringen werden. Zwingend, weil das lässt sich eigentlich gar nicht vermeiden, wenn ich das mache. Da war Study jetzt natürlich ein großer Punkt. Da habe ich dann rausgefunden, okay, wenn ich das splitte, dann geht das besser. Die nächsten beiden Punkte, die ich unter Kontrolle kriegen will, ist Sport. Und, naja, das habe ich vielleicht auch einfach zu abstrakt beschrieben, etwas Einmaliges. Womit zum Beispiel gemeint ist, ein YouTube-Video schneiden. Oder einfach nur an einem YouTube-Video arbeiten. Oder irgendwelche Sachen, die halt wirklich To-Dos sind, die man danach abhaken kann. Das hier wäre auch eins, sich rauszufinden, wie das mit dem Multistream geht. Und da muss ich auch einen Weg finden, dass ich das wirklich täglich mache. Denn aktuell prokrastiniere ich sehr stark das Level-Tutorial von Elden Ring, was eigentlich als YouTube-Video rauskommen soll. Theoretisch müsste ich da nur ein paar Videos schneiden, nur nochmal Audio aufnehmen. Aber da kommt der Perfektionismus, der sagt, naja, aber wenn, dann machst du gleich ordentlich. Und dann, ja, dann mache ich am Ende gar nichts, weil ich zu perfekt sein will. Ja, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und jetzt ist aber die 4-Tage-Woche da. Jetzt ist der Trip nach Dresden. Siehst du, das kann ich auch noch eigentlich hier reinpacken. Dresden, er hätte eigentlich schon ins Bild gemusst, aber hier zack, Grafik kopieren, das ja, ist so ein Halbding zwischen Arbeit und privat, aber eigentlich, der Ausgang ist mehr privat, deswegen packen wir es mal hier rüber. Ja, deswegen, es geht langsam voran, es ging in den letzten 3 Wochen zumindest nicht rückwärts, sondern ich bin wieder auf 215 und ich hoffe, dass ich das nächste Mal zumindest eine Zahl mehr habe. Denn es sind nur Zahlen, aber irgendwo ist es ja doch die Metrik, die zeigt, wie erfolgreich du bist in dem, was du tust. Stream Schedule ankündigen habe ich soweit gemacht, dran gehalten, war noch ein relatives Ding. Aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Gut, von daher, Twitch ist so ein Ding. Gehen wir mal hier runter. Also, das ist ein bisschen interessanter. Denn Caleb Level Tutorial habe ich als Short rausgehauen. Das kann jetzt eigentlich noch hier oben hin. Tutorial YouTube. Und das kam als Short mittelmäßig an. Und ich habe inzwischen aber auch noch ein zweites Video hochgeladen, ein zweites Short, wo ich einfach aufs Maul kriege. Wenn ihr meine Socials kennt, dann habt ihr es sicher gesehen. Und das hat mir wieder, ich glaube, einen neuen Follower auf TikTok eingebracht. Nice.
ich weiß nicht, was es ist, auf Instagram funktionieren Shorts überhaupt nicht. Also selbst wenn ich eins mache, hat das eine Reichweite von 3 oder so, also 3 Leute. Keine Ahnung, wie der Algorithmus da funktioniert. Hier ist, glaube ich, auch nach wie vor das größte Ding, Digital Marketing Course, Fragezeichen. Ich glaube, das würde mir echt helfen, um einfach mal die Algorithmen zu verstehen, die dahinter stehen zwischen den ganzen Plattformen. Denn aktuell bewegt sich relativ wenig vorwärts, aber auch nach wie vor mit der Begründung, dass ich auch einfach wenig mache. Es ist in meinem Kopf dieses ständige, oh, ich will, ich will, ich will. Aber letztendlich hält mich der Perfektionismus auf, wirklich was zu machen. Und eigentlich müsste ich einfach raushauen. Einfach raushauen, die Qualität kommt dann mit der Gewohnheit, würde ich meinen. Ja, die Hoffnung ist, dass mit der 6-Tage-Woche ich jetzt entsprechend... Fuck. Warum spricht der noch da? Dass ich mit der 6... Hallo? Ich würde hier gern reinschreiben, was ist dein Problem? Warum springt denn der jetzt irgendwo darüber? Jetzt? So. Die Hoffnung ist, dass mit der 34-Stunden-Woche und vor allem mit dem kurzen Freitag ich mehr Zeit freischaufel, mich darum zu kümmern. Oder generell mich um Dinge zu kümmern, die auf meinen To-Do-List stehen, die eventuell auch eine höhere Priorität haben als das, um die abzuarbeiten, dann genug Kapazitäten haben, mich darum zu kümmern. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Bock drauf, aber es ist keine hohe Priorität. Und meistens mache ich dann doch Dinge, die entweder eine höhere Priorität haben oder mir in dem Moment besser tun. Also gestern zum Beispiel, ich wollte den Zencast gestern schon machen, aber ich habe am Tag davor war ich meine Freunde in meiner Heimatstadt besuchen und wir waren bis um 4 Uhr morgens wach und ich war trotzdem um 7 wieder wach, weil ich einen Rhythmus habe. Habe also 3 Stunden geschlafen und das hat dazu geführt, dass ich gestern Abend auf der Couch hier einfach eingepennt bin und 3 Stunden geschlafen habe, in der Zeit, wo ich eigentlich den Zencast machen wollte. Naja, deswegen mache ich ihn jetzt. Okay, gibt es noch irgendwas hierzu zu sagen? Twitter ziehe ich nach wie vor durch. Habe wieder in den letzten 3 Wochen jeden Tag getwittert. Cool. Ist aber inzwischen auch nur eine Gewohnheit als alles andere. Das ist glaube ich, das Einzige, was ich wirklich durchziehe, um genau das... Der Ausgangspunkt war ja, diese Angst loszuwerden, das zu posten. Und das ist inzwischen ganz gut. Ich denke nicht mehr darüber nach, oh, ist das dämlich oder so, sondern ich suche mir einfach irgendwas, was passt. Meistens habe ich im Alltag, also während ich durch meinen Tag gehe, so ein kleines Radar auf, hey, könnte man darüber twittern? Und dann mache ich das einfach. Und denke wenig darüber nach, ob das sinnvoll ist oder nicht, sondern mache es halt einfach. Es bringt nicht viel. Zumindest, also... Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Follower, seit ich das mache, auf Twitter bekommen. Aber es bringt mich zumindest hier in dieses Habit, ständig zu posten und meine Gedanken darauf auszurichten, okay, was kann man denn zu einem Tweet machen? Und denselben Gedanken brauche ich jetzt bei Instagram, den ich schon ein bisschen habe. Also meistens, wenn ich wirklich was sehe, was ich anbiete, dann mache ich auch ein Foto und poste es auch. Aber auch hier ist das Ding... Ich bin halt relativ wenig bewandert, was Reichweite angeht. Wie schaffst du es, dass Leute dich abonnieren, dir folgen? Da muss ich tatsächlich mal in die Recherche gehen. Gut, aber das alles Zukunftsmusik. Ich denke mal, jetzt Richtung Ende des Jahres wird hier mehr passieren. Ich halte euch auf dem Laufenden alle 3 Wochen. Aber ich habe auf jeden Fall jede Woche 6 Stunden mehr, die ich zum Beispiel da reinstecken könnte. Das klingt erstmal gar nicht so viel, 6 Stunden pro Woche, aber da spielen so viele Faktoren mit rein. Einerseits die Zeit an sich, 6 Stunden, die ich für irgendwas nehmen kann. Dann bedeutet 6 Stunden mehr für mich, 6 Stunden weniger Arbeit, was bedeutet 6 Stunden weniger, von denen ich mich erholen muss. Das heißt, ich bin insgesamt fitter, würde ich meinen. Dann habe ich weniger Arbeitszeit, aber trotzdem 40 Tage Urlaub, heißt also, ich habe insgesamt noch mehr freie Zeit. Das ist nachvollziehbar, aber wie erkläre ich das? Also, ich arbeite weniger und habe quasi meine Urlaubstage dadurch fast
verdoppelt oder verdreifacht, glaube ich sogar, weil 40 Tage Urlaub sind ja 40 mal 8. 4 mal 8 sind 16, 32, 320 Stunden im Jahr. Und durch 6 Stunden weniger in der Woche bei 52 Wochen sind da auch knapp 300 Stunden weniger Arbeitszeit. Also quasi habe ich dadurch meinen Urlaub verdoppelt. Und das heißt, im Umkehrschluss aber mit mehr Urlaub oder mehr freier Zeit brauche ich weniger Zeit, um mich zu erholen, kann deswegen effizienter, effektiver arbeiten, was dann wieder diesen Kreislauf hat von, okay, ich werde besser und kann in weniger Zeit mehr schaffen, kann meine Stunden wieder runterstellen und das gleiche Gehalt kassieren, das ist ja immer die Prämisse. Und so ist es ein Kreislauf, der dazu führen wird, dass ich langfristig richtig, richtig gut fahre damit. Ich einfach immer weniger arbeite und das Gehalt gleich bleibt und ich die Zeit für andere Dinge nutzen kann. Zum Beispiel hier dann Content Creation auszubauen. Oder auch irgendwas anderes, was ich auf dem Weg finde. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ja bis jetzt die beste Idee, die ich habe, von worauf ich am meisten Bock habe. Aber nicht, dass ich sagen würde, okay, es ist das Nonplusultra, absolute Leidenschaft und ich will in meinem Leben lieber was anderes machen. Keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt. Aber ja, vielleicht finde ich auf dem Weg auch was anderes, was ich dann besser finde. Das bleibt mir völlig offen, weil mit dem Standbein hier habe ich echt gute Bedingungen für auszuprobieren. Und das Geld reicht für ein richtig gutes Leben. Und ja, das bietet mir sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich halte euch auf dem Laufenden. So viel zur Arbeit. Das läuft also sehr, sehr gut. Dann haben wir Gaming. Hier ist ein bisschen was passiert, aber glaube ich insgesamt gar nicht so viel. So. Persona. Ja, Persona haben wir gestrichen. Ich war letztens wieder bei der Freundin, mit der ich diese Duo-Playthroughs mache. Und wir haben gesagt, sie hat keinen Bock auf Persona, ich habe keinen Bock, weil sie hat schon dreimal gespielt und würde mir jetzt das vierte Mal, glaube ich, zu gucken. Und ich habe einfach gerade keinen Bock mehr auf so ein Megaprojekt. Deswegen haben wir was Kleineres angefangen. Und zwar Frostpunk, beziehungsweise wir wollen Frostpunk anfangen. Am Montag, also morgen, machen wir die erste Session dazu. Ist halt ein bisschen kleiner, ist ein bisschen schicker, ist mal was anderes. Wir haben nämlich, glaube ich, noch kein Strategiespiel zusammengespielt. Das, was uns da gepackt hat, waren diese moralischen Entscheidungen. Wir haben das Game 2 Review dazu gesehen, was dem Ganzen nicht den besten Schnitt gegeben hat. Es war halt so, ja, die moralischen Entscheidungen sind gut, aber wenn du halt überleben musst und es keinen anderen Weg gibt, dann schickst du halt die Kinder in die Mine. Muss halt. Und irgendwann stumpfst du ab und die moralischen Entscheidungen sind nicht mehr so gravierend, wie du eigentlich gehofft hattest. Allerdings war das Review halt gemacht, bevor das Spiel überhaupt rauskam. Das ist 4 Jahre her? 3 Jahre her? Irgendwie so? Ja, 3 Jahre, glaube ich. Und seitdem wird ja viel passiert sein in Terms of Balancing. Es gibt viele DLCs. Und wir sind einfach gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Standard Parable ist so ein Ding, ich glaube, das schiebe ich mal einfach separat hin. Das hatten wir zwar zusammen angefangen, aber ich sehe nicht mehr, dass wir das zusammen weiterspielen. Weil, naja, es ist halt ein Storyspiel, interaktiver Film. Aber wir wollen ja spielen. Deswegen glaube ich, das ist eher mal was ich auf dem Stream spielen kann. Und weniger im Duo-Playthrough. Ja, aber mit Frostpunk kann ich euch dann updaten. Am 11.07. ist das nächste und wahrscheinlich machen wir mehr als eine Session bis zum nächsten Zencast. Aber nur als Reminder, 11.07. morgen ist das soweit und dann gebe ich euch ein Update. Nicht da, da. Gut, weiter geht's mit Outer Wilds. Da wollte ich das nächste Archiv mitmachen, hab's aber nicht gemacht. Ist einfach zu viel anderes passiert in den letzten Wochen. Ha, bis Ende Juli. Das ist ja dann bis zum nächsten Zencast. Ist der nächste Zencast noch im Juli? Mal kurz checken.
1, 2, 3. Er ist genau am 31. Juni. Ach so, hahaha. Ich bin am 31. Juli im Urlaub, deswegen werden wir den Zencast mal nach vorne verlegen. Dann mache ich den am 26. oder vielleicht sogar am 25. Ah, das könnte knapp werden mit Outer Wilds dann. Da müsste ich mich halt echt hinsetzen, das Thema hatten wir ja schon. Wobei ich vielleicht die Zeit finde, je nachdem wie stressig das ist. Ich habe nicht so mega viel geplant die nächsten Wochen. Es kann aber sein, dass da was kommt. Also bleiben wir mal optimistisch bei, ja, das könnte durchaus passieren. Aber es kann auch sein, dass es doch noch länger dauert. Gut, das ist nur ein kurzes Update. Vampire Survivors, yes. Das habe ich hier sogar noch parallel offen gerade. Weil da ein neues Update kam am Mittwoch, glaube ich. Das hier habe ich natürlich alles von dem Update. 7.7. Update. Da fehlt mir jetzt noch Stage 5 Boss und keine Ahnung, letztes Item. Und so wie ich das verstanden habe, kriege ich dieses Item auch, wenn ich den Stage Boss kille. Und das ist halt genau in diesem Run, der noch 9 Minuten geht. Habe ich halt nicht mehr geschafft vom Zencast. Das Ding ist, kann ich hier mal kurz weiterspielen, während ich rede. Das Ding ist, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich habe gehört, das ist super krass, das Item. Und das ist auch das Letzte, was mir fehlt. Wir haben es am 7.7. geupdatet. Ich weiß gar nicht, in welcher Version wir jetzt sind. Wir sind in Version 8.0. Müsste also bald vorbei sein. Ja. Und wenn ich die Stage hier geschafft habe, dann habe ich auch wieder alle Achievements von Vampire Survivors und kann das auch aus meiner täglichen To-Do wieder nehmen, weil jedes Mal, wenn ein Update kommt, dann schreibe ich mir auf meine tägliche To-Do-List einen Run zu machen. Also ich sage nicht, boah, Update ist da, ich suchte das komplett durch, sondern ich mache das ganz entspannt und sage, ja, ich mache hier einen Run pro Tag. Meistens hat sich das dann trotzdem in 2-3 Tagen erledigt, von daher ist halb so wild. Ja, und dann habe ich das fertig und kann es runternehmen und habe wieder mehr Zeit für anderes. Gut. Bleibt ein cooles Spiel. Was die noch hinzugefügt haben, ist jetzt ein kleines optisches Gimmick, dass jeder Charakter mehrere Skins hat. Fast jeder Charakter. Und ja, kannst du halt aussuchen, wie dein Charakter aussehen soll. Ist ganz witzig. Crotchy hier sah zum Beispiel weniger imposant aus. Weniger krass. Jetzt stolziert er mit breiter Brust durch die Gegend, während er alles Mögliche umbringt. Ist ein gutes Spiel, bleibt ein gutes Spiel. Ich bin gespannt, was die dann in den letzten paar Updates noch reinhauen wollen. Die hatten ja eine Roadmap gepostet. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt auf die Schnelle finde. Ich kann mal kurz gucken. Discord, Vampire Survivors. Die letzte Roadmap, die sie hatten. Diese hier. Charakter fehlt noch. Bonus-Stage kommt noch. 3 neue Waffen kommen noch. Und die Gameplay-Mechanik, das haben sie jetzt, glaube ich, nachgeliefert. Und ein paar Arcanas. Also, die Stage könnte noch spannend werden. Und die 3 Waffen. Natürlich. Der Charakter fehlt auch. Aber ansonsten wird da nicht mehr so viel krasses Neues passieren, nehme ich an. Bleibt trotzdem ein gutes Spiel. Ich feiere es. Holt es euch, es kostet 2 Euro. Lohnt sich absolut. Gut, Stanley Parable haben wir gerade gesagt. Werde ich vielleicht mal on-stream spielen. Vielleicht auch nicht, das weiß ich noch nicht. Eigentlich kann ich das auf die To-Do-List packen. Das ist gerade nicht aktuell.
Aber es wird noch. Ich will es auf jeden Fall durchspielen. Vampire's Dawn. Ich habe den Soundtrack komplett fertig. Und jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob ich den das letzte Mal auch schon fertig hatte, weil hier noch originale Auswahl steht. Ich habe angefangen, die Originale rauszusuchen. Ich habe mir eine Liste gebaut, wo ich alle möglichen Foren und alles, was man so im Internet findet zu dem Soundtrack, durchgesucht habe. Und viele von den Songs habe ich auch gefunden. Einige noch nicht, oder sehr, sehr viele noch nicht. Es sind ja, glaube ich, 300 und ich habe 50 oder so, oder 70. Da sind also noch viele, viele Fragezeichen. Wobei die meisten von den Songs mich da auch gar nicht interessieren. Die sind nämlich nur einfach nur, ja, total langweilige Background-Sounds, mehr als dass sie Musikstücke sind. Aber die echten Stücke würde ich gern noch finden. Bin da auch dabei, einen großen, naja, kein Guide, sondern einfach eine große Liste zu bauen, die ich dann auch in den entsprechenden Foren teilen will. In der Hoffnung, dass vielleicht noch der ein oder andere was dazu beisteuern kann. Und auch auf der anderen Seite, um denen zu zeigen, hey, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das alles an einem Ort zu bündeln, dann müsst ihr nicht durch die ganzen Foren gehen. Ja, vielleicht ist das cool und vielleicht kommt dann der eine oder andere hier auch mal rein und bedankt sich bei mir persönlich für den Aufwand, den ich da reinstecke. Wenn ich es auch nicht, dann mache ich das nur für mich, aber es wäre cool. Ich habe ja eh vor, mal kurz hier bleiben, in meine eigene Website zu bauen, wo ich dann alle möglichen Guides verlinke, die ich gemacht habe. Ich hatte ja auch für Broken Lands oder The Broken Land hieß das Spiel damals, wo ich auch den Speedrun gemacht habe, habe ich auch den Speedrun Guide geschrieben, für den Fall, dass irgendeiner Bock hat. Ja, und das will ich alles auf meiner Website zeigen, wenn ich die gebaut habe. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Website ist definitiv eine Sache, die auch zur Content Creation gehört, wo ich aber mir die Zeit mal nehmen muss, um da reinzugehen. Es gibt einfach zu viele Sachen, die man machen will. Gut, gehen wir hier runter. Was ist hier so passiert? Nostale, Guilty Pleasure. Ich glaube, das größte Ding, was man sagen kann, ist, dass jetzt ein neues Update kam. Nämlich das Partner SP Fusions Upgrade. Es ist nämlich so, dass du in dem Spiel nicht nur deinen Charakter hast, du kannst auch ein Pet haben und einen Partner. Also quasi NPCs, die mit dir zusammenkämpfen. Ein Pet ist halt ein Pet. Haben ja viele Spiele, aber ein Partner ist ein schwächerer Charakter. Und über die Jahre haben sie Partnerausrüstungen dazu gepackt und irgendwann auch Partner-SPs. Also SPs nochmal kurz für alle, die es noch nicht wissen. In dem Spiel hast du deinen Charakter und eine SP, kurz für Spezialist, ist sozusagen eine Unterklasse, aber du kannst die beliebig wechseln. Eine Hauptklasse, zum Beispiel hier ist Swordy, Schwertkämpfer, hat 9 Unterklassen und die kannst du beliebig wechseln, wie du gerade Bock hast. Und das bildet sich ab in einem Spezialistenkartensystem. Die kannst du dann einfach umwechseln. Und solche Spezialistenkarten gibt es halt auch für Partner. Die sind dann natürlich schwächer als die von einem echten Charakter, aber es gibt sie. Und es gibt sie en masse. Und meistens war es so, dass du die nur einmal brauchtest, logischerweise, weil hast du nur einen Partner und was soll denn mit dem Rest? Und die anderen hast du verkauft, die du nicht brauchtest, oder halt einfach gelöscht, weil es zu viele waren. Und jetzt haben die es so gemacht, dass du nicht benutzte Partnerkarten in eine andere Partnerkarte reinfusionieren kannst und die dadurch plussen kannst. Ist eine nette Idee, finde ich gar nicht schlecht. Und was aber viel cooler ist, ist der Post, den die dazu gemacht haben. Denn es scheint so, als würde endlich das Management gewechselt haben. Moment, ich guck mal, ob ich hier den Neuigkeiten zum Spiel. Community Update, Happy Hour, Bug. Hier, da haben sie einen riesigen Post geschrieben. Nicht nur mit den neuen Fusionsdingern, sondern auch mit anderen Patch Notes. Und das hier und das hier, das sind die krassen Änderungen, wo ich sage, wow, Moment mal, die überarbeiten das Fischer-System, was arschlangweilig ist und wenig gebracht hat. Die überarbeiten das Minispielsystem, was literally no one benutzt hat, damit es wieder eine Relevanz hat. Du kannst jetzt Heldenausrüstung in Partnerausrüstung umwandeln. Abklingzeiten-Refresh.
Bei Feen siehst du jetzt, ja, bei den Großen, welches Element die haben und du kannst, wo ist es? Irgendwo steht hier, dass du sehen kannst, wie viel Monster du killen musst, um eine Fee aufzuleveln. Eine Sache, die seit Tag 1 schon immer eine Frage war, wenn du deine Fee gelevelt hast, ja, wie viel Monster muss ich denn killen, damit die ein Level abkriegt? Jetzt siehst du es. Und Wünscherouten waren seit Tag 1 verbuggt, sind jetzt nicht mehr verbuggt. Irgendwas ist da passiert, dass sie gesagt haben, hey, wir kümmern uns jetzt mal um das Spiel. Das ist... Also, anders formuliert, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie das noch jemals machen. Aber sie tun es. Und das gibt mir Hoffnung, dass das Spiel vielleicht doch mal ein Stück annehmbarer wird. Und im ganz, ganz besten Fall vielleicht auch mal zugänglicher wird für neue Spieler. Ich weiß, das Spiel ist uralt und hat seine besten Tage wahrscheinlich schon gesehen. Aber es gibt noch genug Leute, die spielen und auch genug Leute, die da massig Geld reinballern. Sonst würde es ja nicht mehr hier sein. Aber ich finde es cool, dass sie dann sich trotzdem noch die Mühe machen, Bugs zu beheben und Features einzubauen, die schon lange gewünscht waren. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung für das Spiel und meine Motivation hat abgenommen in den letzten Tagen und Wochen, muss ich ehrlich sagen, weil wenig Interessantes passiert, der Server immer mehr stirbt und irgendwann fragt man sich halt auch, okay, warum spiele ich das Spiel eigentlich noch? Aber das lässt mich, wie gesagt, hoffen, dass es wieder bergauf geht. Und nur um aktuell zu sein, muss ich hier mal ein neues Bild reinstellen von meinem Charakter. Denn ich bin inzwischen Helden Level 14 und fast Level 15. Mir fehlen noch 10%, dann wäre ich auf Level 15, dann könnte man das auch reinpacken. Weil ich habe mich gerade gewundert, dass ich auf dem Bild dann noch Level 12 war. Das bedeutet ja, dass ich tatsächlich recht effizient gelevelt habe in den letzten 3 Wochen. Was eigentlich gar nicht sein kann. Ja, doch, das kann schon. Nee, eigentlich. Weil normalerweise mache ich 10% pro Tag. Das ist so mein Ziel. Ich lasse mal kurz offen, was noch was kommt. Und bei 10% pro Tag, Werktag, also am Wochenende nicht, kein Bock mich da eine Stunde hinzusetzen, aber unter der Woche geht das schon. Und das würde bei 3 Wochen ja bedeuten, dass ich 150% gemacht habe. Aber von 12 auf 14 und noch 10% über bis zum nächsten Level bedeutet ja, dass ich sogar mehr gemacht habe, als ich ursprünglich wollte. Also, good for me, I guess. Das nächste sinnvolle Level irgendwann ist C20, weil mit C20, also plus 20, kann ich dann einen neuen Rating machen, hab wieder eine neue Goldquelle. Ansonsten, meine SPs haben noch nicht das erreicht, was sie sollten. Krusi auf 14 stellt sich immer noch quer. Org auf 9 will nicht, Renegade auf 9 will nicht. Ich glaube, Renegade ist, nee, Org ist wenigstens plus 7 inzwischen. Aber das ist ongoing. Ich warte allerdings aufs nächste Plus-Event, was bald kommen müsste, wo die SPs wieder eine höhere Chance haben, nach oben zu gehen. Und da werden höchstwahrscheinlich zumindest die beiden plus 9 werden. Achso. Eine weitere Sache, die ich mache, ist täglich meine SPs leveln. Moment, ich muss kurz mal was öffnen. Und wenn die ein bestimmtes Joblevel erreicht haben, Joblevel ist quasi das Level der Spezialistenkarte, dann haben sie sozusagen das Recht, geplust zu werden. Und da hat sich jetzt der Gladi dazu gesellt, der Gladiator. Der ist jetzt auch auf dem Weg zu plus 9. Genau, Org ist plus 7, Renegade ist plus 6, Gladi ist noch plus 5 und Krusi ist plus 13. Also die 4 sollen es werden. Das hier ist aber explizit keine To-Do-Liste im eigentlichen Sinne, weil das hier zumindest ist komplett luck-dependent. Das heißt, da habe ich gar keinen Einfluss darauf, außer ganz viele Versuche reinzuwerfen und zu hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Deswegen warten wir einfach mal ab, was da kommt. Das hier ist schon eher was, wo ich die Dinge in die Hand nehmen kann. Ist auch Luck involved, aber die 30 Tannensaft habe ich zusammen. Und die 120 Salmon, da habe ich glaube ich 40 oder so. Die kann ich entweder selber fangen oder ich kann sie mir kaufen. Kaufen ist relativ teuer, ich habe es eine Zeit lang selber gefangen.
Aber da ich mit der Fischer-Quest im Allgemeinen mal weiterkommen will, habe ich gesagt, okay, ich kaufe mir die jetzt und gehe wieder an meiner Stelle fischen. Ja, das ist auf einem guten Weg. 3 Wochen, 7, 14, 21 mal 2, 40. Naja, ganz fertig werde ich bis zum nächsten Zencast damit nicht. Aber im übernächsten sollte ich das Ding haben. Das hier ist die Koch-Quest. Und vielleicht schreibe ich das mal dafür zu. SPs. SPs. Doppelpunkt. Koch. Koch-Quest. Main Quest ist das hier, 5.2. Habe ich nicht weitergemacht. Ich bin jetzt bei einem TS, was so eine Art, wie beschreibt man das, abgeschlossener Missionsraum ist, wo du halt reingehst und du musst die Mission abschließen, sonst hast du verloren. Kannst du nicht zwischendurch weitermachen, sondern musst du wirklich an einem Stück durchziehen. Habe ich noch nicht probiert, aber so wie die Quests gelaufen sind, fühle ich mich zu schwach dafür und wollte jetzt warten, bis ich ein bisschen stärker bin. Ja, so ist das bisher auch immer noch. Ich habe leider kein nennenswertes Damage-Upgrade in irgendeiner Weise bekommen, außer gestern, vorgestern, jetzt ist nämlich gerade SP-Perfektions-Event, denn neben diesen großen Plus-Leveln gibt es noch kleine Plus-Level, das kann ich jetzt zeigen hier. Man hat hier das Plus 9 und dann Perfektion plus bis 100 geht das. Und da gibt es nochmal fixe Bonuswerte auf die einzelnen Stats, also plus 6 auf Angriff ist glaube ich plus 60 Damage oder so. Also plus 60 Grunddamage, darauf kommen die Multiplikatoren, das ist dann ein bisschen mehr Damage als 60, aber ist es eine Kleinigkeit, ein nettes Gimmick, was in der Masse natürlich einen Unterschied macht, aber jetzt nicht so krass ausschlaggebend ist, für mich in meiner Position. Ja, dann H-Level ist selbsterklärend, bin ich dran, wie gesagt, 10% pro Tag. Super Fortune Bushi habe ich mir gekauft, das ist mega. Das hat jetzt eine 10% Chance, dass Items, die ich droppe, einfach nochmal droppen. Wird noch eine Weile dauern, bis sich das amortisiert hat. Aber ich habe gut irgendwie 2-3 Kaka schon mit dem Ding gemacht, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und da ich das jetzt einmal kaufe für den gesamte Restzeit meines NOS-Lebens, wird sich das schon rentieren. 80% fehlen, spare ich gerade drauf, permanentes großes Invi spare ich auch drauf, Piraten-SP muss erstmal da sein, die gibt es nämlich gerade nicht, der kommt eventuell bei Sommer-Event. Was aber noch vor dem Invi kommt und vor der Piraten-SP ist Partner und Pet. Und da habe ich eine Liste, ich weiß aber noch nicht, welche genau es sein soll. Das hier ist die Liste unten. Yuna ist ein Partner, gibt mir Helden-XP oder beides Helden-XP und Main-XP. Perti ist ein Partner, der gibt mir 20% Helden-XP oder 20 Death und 20 Death. Pharao gibt mir 20 Helden-XP. Navi Bushi ist ein Pet. Das sind jetzt alles Pets hier. Gib mir Death und ATK-Bonus. Der Otter ist gut zum Mobben, der provoked, kurz Vogue. Und zieht alle auf einen Fleck, sodass man damit AOEs reinholen kann. Und die Kostüme geben mir halt nochmal Helden-XP, aber sind entweder scheiße teuer oder gar nicht existent auf dem Server. Ich will mal kurz gucken, ob sich das inzwischen geändert hat. Dracula. Ha! Ja, inzwischen ist es einfach komplett raus. Sad. Sad. Ja, hier ist übrigens besagtes Event. Perfection. Hab dann alle Perfektionssteine, die man dafür braucht, auf den Kopf gehauen. Ein bisschen was gebracht. Nichts Gravierendes, aber ihr seht, an der Front ist nicht allzu viel passiert. Da warte ich einfach auf Luck einerseits, damit ich vielleicht mal in den Raids irgendein Item ziehe, was viel wert ist, um dann das Geld zu haben, mir irgendwas von hier unten zu kaufen. Oder auf der anderen Seite, dass ein Merch kommt oder irgendwas, sodass das Spiel einfach wieder ein bisschen mehr motivierend wird und ich mehr machen kann. Und vor allem, damit es mehr Leute gibt, die meinen Scheiß kaufen. Ich habe nämlich irgendwie 100 Items im Bazaar, die gekauft werden könnten, die aber nicht gekauft werden, weil es einfach keine Spieler gibt, die das benötigen. Da wäre es ganz cool, wenn einfach neue dazukommen. Ja, also heute nicht so ein mega Rant of NOS, einfach eigentlich ein kurzes Hoffnungsupdate, aber insgesamt schlecht für die Motivation. Schade, wird vielleicht nächstes Mal besser. Gut, was haben wir hier? Grandia. H
habe ich tatsächlich weitergespielt. Mensch. Es bleibt schlecht. Die Story ist nach wie vor absoluter Bullshit. Ich habe nicht so viel mehr von der Story gesehen. Ich bin nur ein Gebiet weiter. Weil in dem Gebiet habe ich mich dann erstmal darauf konzentriert zu leveln. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich stark genug bin, um mal wieder weiterzuspielen. Und das werde ich jetzt machen. Heute vielleicht sogar noch. Bin ein Stück weiter. Aber das Level nimmt verdammt viel Zeit in Anspruch in diesem Spiel. Weil du levelst dadurch, dass du Attacken verwendest. Erstmal nicht schlecht. Aber jede dieser Attacken hat eine krasse Animation von irgendwie 10, 15 Sekunden. Was als Kind mega geil war. Aber jetzt denke ich mir so, okay, nach dem 5. Mal habe ich die Attacke gesehen, dankeschön. Können wir das überspringen? Aber nein, kannst du nicht. Du musst die jedes Mal angucken. Und du musst die halt 1000 Mal machen, um da ein Level abzukriegen. Also sitze ich meistens hier, hau die Attacke raus, dann kommt die Animation, dann, keine Ahnung, mache ich Duolingo oder so in der Zeit. Und ich glaube, der längste Kampf, den ich hatte, den ich wirklich nur zum Leveln gemacht habe, ging über eine halbe Stunde. Weil ich halt hauptsächlich Support-Spells gelevelt habe, die keinen Damage gemacht haben, deswegen haben die Viecher ewig überlebt, aber es ist schon heftig. Das Leveln ist hier nicht easy nebenbei, da musst du dir echt schon die Zeit nehmen dafür. Ja, aber wie gesagt, jetzt habe ich genug gelevelt, jetzt werde ich weiterspielen und kann euch dann wahrscheinlich das nächste Mal ein Update zu dieser absolut lächerlichen Story geben. Ja, und hier unten logischerweise nicht viel Update, denn das kommt halt alles noch, nachdem ich Elden Ring durch habe. Achso, haha, Elden Ring, ganz vergessen. Ach, Elden Ring, wer meinen letzten Stream gesehen hat, weiß, dass ich so ein bisschen eine Hassliebe mit dem Spiel habe, weil ich mag es, es ist interessant, es macht an sich auch Spaß. Ich habe nur den Fehler gemacht, komplett Bullshit zu skillen und hatte gar keine Chance mehr. Das Ding ist, ich habe die anderen Souls-Spiele gespielt, Dark Souls 1, 2, 3. Und da hatte ich nie das Gefühl, dass es wirklich wichtig ist, was du skillst. Da hatte ich immer das Gefühl, dass es wichtiger ist, wie du spielst. Ob du halt einfach ein hohes Skill-Level hast und dann war's das. Das Skill-Level ist in Elden Ring auch entscheidend, aber die Stats sind sehr, sehr entscheidend. Ich hatte ein Duo-Mage-Build, das heißt, ich habe Intelligence und Fail geskillt, einfach um alle Zauber mal machen zu können. Die Zauber sind allerdings nicht so krass und dadurch habe ich nie auf Leben geskillt und wenig auf Damage. Und manchmal kamen Leute in den Stream und haben gesagt, hey, warum sieht denn deine Lebensleiste so klein aus? Und ich dachte mir so, hä, naja, sieht doch aus wie in den anderen Souls-Spielen, so schlimm kann das doch nicht sein. Bis mir einer gesagt hat, ja, auf Max-Level geht deine Lebensleiste literally bis zum anderen Ende des Bildschirms. Und ich dachte jetzt, wie? Ja, und als ich dann bei dem einen ekelhaften Vieh-Boss gestorben bin, der in dem roten See war, in dem Scarlet Rot-Sumpf oder was auch immer das sein soll, der hat mich richtig rasiert, weil er mich sehr, sehr oft gewone-hitted hat. Dann habe ich mir gesagt, okay, wisst ihr was, kein Bock mehr. Ich gehe jetzt umskillen. Kann man ja glücklicherweise machen in dem Spiel. Hab dann umgeskillt auf Leben und Damage und plötzlich war der auch super einfach. Mensch! Und der andere Boss, der mich gekillt hat, war dann auch super einfach. Und der dritte Boss, bei dem ich keine Chance hatte, war dann auch super einfach. Und da habe ich gemerkt, wie krass wichtig eine gute Skillung in dem Spiel ist. Und das habe ich nicht erwartet. Ich habe halt erwartet, dass Skillung so nice to have ist. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Damals für Dark Souls 1 ist halt diese kleine Edge in einem Bossfight oder so. Das war's, the tip of the scale, aber nicht die Scale selbst. Bei Elden Ring ist es aber die ganze fucking Scale, was es ausmacht. Und deswegen, ja, ist eine Skillung sehr, sehr wichtig und ich habe mich entschieden, weil ich trotz Mage-Build eh immer Melee gespielt habe, jetzt wieder ganz standardmäßig zurück zum Leben- und Damage-Build zu gehen. Eventuell nehme ich auch eine andere Waffe, aber mein Katana gefällt mir insgesamt ziemlich gut, deswegen werde ich es wahrscheinlich behalten. Ansonsten kann ich noch sagen, habe ich einen neuen Level-Spot, wo ich das Video noch machen will, entweder heute oder im Laufe der nächsten Woche. Kleines TikTok nur, das
der Level, die Level Route geht 30 Sekunden, also entspannt. Ja. Kommt also ein kleines TikTok demnächst. Ansonsten, ja, nächste Woche Stream. Ich gucke heute Abend mal, wann ich es nächste Woche reinkriege. Und dann machen wir hier bald weiter. Denn jetzt mit dem neuen Bild, mit der neuen Skillung, komme ich auch mal vorwärts in dem Game und kann es irgendwann vielleicht mal abschließen. Denn ich mag es zwar, aber ich wäre schon froh, und ich glaube, dieses Fazit hatte ich das letzte Mal schon, wenn ich es langsam mal beenden könnte. Damit die ganzen anderen Sachen, die hier in der Pipeline sind, auch ihre nötige Aufmerksamkeit abbekommen. Ja, und das war's auch schon zur Gaming-Sparte. Eigentlich gar nicht so viel insgesamt. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht habe ich auch einfach weniger gezockt. Gehen wir in den Relationship-Teil. Da muss ich nämlich nochmal gucken. Ich glaube, da war nämlich noch was anderes, worüber ich reden wollte. Einerseits war es Dresden. Ja gut, dann saß ich gestern im Garten. Das kann man noch. Pubquiz hatte ich noch gemacht. Einweihungsparty. Okay, also wir haben eine Einweihungsparty, wir haben Pubquiz, wir haben. Meine Freundin hat mich noch besucht, das war ganz cool. In Dresden, wir haben einen Garten. Okay, fangen wir es mal von klein zu groß an. Ich habe am Dienstag. Haben wir ein Dinner gemacht, meine besten Freunde und meine Freundin zusammen. Das war ganz cool, sie hat uns Asian Dinner gekocht, was ziemlich geil geschmeckt hat. Hat nur ewig gedauert. Das ist mein Hauptproblem mit Asian Food. Es braucht ewig, wenn es gut sein soll. Ja, zumindest, wenn meine Freundin das kocht, was sie so gerne mag, dann zieht sich das meistens. Es schmeckt am Ende auch mega gut, aber mir persönlich wäre es den Aufwand nicht wert. Trotzdem war es ein nicer Abend. Wir haben viel gequatscht, viel gelacht. Das ist auch der Abend, wo ich mit der anderen Freundin beschlossen habe, Frostpunk zu spielen. Aber so viel mehr ist da eigentlich auch nicht passiert, ja. Dann haben wir das Pubquiz. Das Pubquiz war ganz witzig, ist in Potsdam, in der Bar Gelb. Ein Typ, der, glaube ich, alle zwei Wochen oder so ein Pubquiz macht. Mit sehr diversen Fragen. Wo ich dann gemerkt habe, dass mein Allgemeinwissen echt schlecht ist. Also waren Sachen von Architektur, Lokal, also Potsdam, Musik, Technik, Film, Fernsehen. Da war eigentlich alles dabei. Und selbst zu dritt haben wir aber bei sehr wenigem eine sichere Antwort gehabt. War aber trotzdem witzig, vielleicht gehe ich nochmal hin. Mal schauen. Mein Problem mit Pubquiz ist halt eben, dass es so random ist, dass du selten das Gefühl hast, du weißt irgendwas. Wir hatten mal in meiner alten Gaming-Bar ein Quiz. Das war spezifisch mit Thema Geschichte. Und da war dann so eine Frage wie, im Jahre 1923 gab es eine Insel mit drei Möwen drauf, wo zwei Länder sich den Krieg erklärt haben über ein Abkommen, was 30 Jahre vorher gemacht wurde, was irgendwie nicht angehalten wurde. Wer war das und warum haben die sich gestritten? Und du stehst dann da und denkst dir, what? Woher soll ich wissen, welche Insel gemeint ist? Woher soll ich wissen, welche Länder das sind? What the fuck? So extrem war das Pubquiz in Potsdam nicht. Aber es war trotzdem so, dass ich mich oft gefragt habe, ich habe absolut keine Ahnung. So, aber ich habe das Gefühl, ich sollte das wissen. Ist mein Allgemeinwissen wirklich so schlecht? Also es war insgesamt also schlecht für mein Ego. Ja, dann hat mich eine Freundin besucht und das kann man eigentlich verbinden mit meiner Beziehung. Denn meine Freundin und ich hatten einen ziemlich großen Streit. Und ich will hier nicht ins Detail gehen, aber ich sag mal, er beruht zu großen Teilen darauf, dass ich ein sehr rationaler Mensch bin und sie ein sehr emotionaler und das nicht immer harmoniert. Besagte Freundin, die mich besucht hat, ist halt
auch sehr rational und ihr Freund ist sehr emotional. Das heißt, die haben genau dasselbe Problem, nur dass bei ihnen die Rollen getauscht sind. Und die sind aber seit 3 Jahren zusammen. Und ich habe sie dann gefragt, naja, wie macht sie denn das, wenn die da aneinander geraten? Und was ist ihr wichtig? Wie haben die das für sich gelöst? Und sie hat mir sehr, sehr viel, sehr gute Tipps und Tricks verraten und Sichtweisen, über die ich danach gedacht habe, was mir sehr, sehr geholfen hat, wieder in den Einklang mit meiner Freundin zurückzufinden. Und ja, dafür bin ich ihr sehr dankbar. Ich weiß nicht, an der Stelle kann ich mal einen Shoutout machen. Jetzt muss ich da kurz gucken, wie sie auf Instagram heißt. Sie ist nämlich nebenberuflich Künstlerin und hat auch einen eigenen Merch-Shop und sowas. Wait, what happened here? Ach so. Meine beste Freundin hat jetzt auch Instagram und hat alle meine Fotos geliked. Marie Kautz Illustrations heißt sie. Könnt ihr mal gerne mal vorbeischauen. Ich schreibe es mal hier rein. Marie Kautz Illustrations. Ja. Hat einen sehr eigenen Kunststil. Ist auch nicht zwingend mein Geschmack, gebe ich ehrlich zu. Aber sie ist da voll hinterher. Und sie ist selber ziemlich cool. Und ihr Freund macht Musik. Also, ja. Vielen Dank, Marie. Und schaut gerne mal rein. Was gab's noch? Die Einweihungsparty. Okay, da gab es eigentlich nicht so viel Interessantes zu berichten. Ich habe nur gehört, dass nachdem ich gegangen bin, irgendeiner sich so abgeschossen hat, dass sie ihn rausgeworfen haben. Das war weniger cool. Ansonsten war es eine ziemlich entspannte Sache. Wir haben Just Dance gespielt, falls ihr das kennt. Ursprünglich für Wii, glaube ich, inzwischen natürlich auch für Switch. Wo du dann einfach tanzen musst. Das ist ganz witzig. Und natürlich haben wir Smash gespielt. Ja, dann aber jetzt zum... Wobei, ich sag noch kurz zum Garten gestern. Also, meine beste Freundin hat einen Garten, da haben wir gechillt. Zusammen mit einem Kumpel. Und dann kam irgendwann noch ein Typ, ein Bekannter von ihr. Und hat sich aber dazu gesellt, erstmal jetzt nichts Verkehrtes. Aber dachte ich, naja, wir machen ja zu dritt einen chilligen Abend, weil wir im Dreiergespann so eine richtig komische Dynamik haben, die eigentlich wert wäre, eine Kamera mitlaufen zu lassen, weil wir nur Scheiße labern und nur Scheiße machen. Also es ist jedes Mal ultra witzig. Ich denke mir jedes Mal, ey, wenn jetzt eine Kamera laufen würde, es wäre einerseits super peinlich, aber andererseits ultra witzig. Ja, und genau für diese Dynamik treffen wir uns. Jetzt kam aber Person 4 dazu. Und Person 4 war erstmal okay. Ein bisschen älter als wir gewesen. Hat auch 2 Kinder schon. Ja, und irgendwann hat er dann rausgehauen irgendwie... Also hat er angefangen mit politischen Diskussionen und mit sehr fragwürdigen Sichtweisen auf Menschen und Co. Was dann kurzzeitig sehr hitzig wurde, bis ich dann die Reißleine ziehen musste, weil er hat eine Diskussion angefangen, ich habe mich auf die Diskussion eingelassen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, Moment mal, wir führen hier gerade keine sachliche Diskussion, wir führen eine Grundsatzdiskussion. Bei Grundsatzdiskussionen gibt es keinen Gewinner, weil halt einfach 2 grundsätzlich verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Und das ist jetzt nicht so wie, wir wollen beide das Gleiche und haben unterschiedliche Arten, daran zu gehen, sondern es sind komplett verschiedene Betrachtungsweisen einer Sache. Und die auf den gleichen Nenner zu bringen, ist fast unmöglich, glaube ich. Also da musst du schon sehr, sehr viel Arbeit betreiben, um eine Grundsatzmeinung umzukehren. Und da das, wie gesagt, eigentlich nur ein gechillter Abend sein wollte, habe ich irgendwann gesagt, ey du, ich habe das Gefühl, wir führen hier gerade eine Grundsatzdiskussion, lass mal einen Cut machen, das führt hier zu nichts. Und dann meinte er, aber warum? Ist doch okay, wenn wir verschiedene Meinungen haben, dann muss man halt drüber reden, dafür ist ja Demokratie da und so weiter. Und dann war ich so, okay, ja, hat er ja recht mit dem Punkt, gut, dann red halt weiter. Und dann hat er, ungelogen, nochmal richtig ausgeholt,
mich 5 Minuten Monolog vollgetextet und ich habe immer nur Ja und Amen gesagt. Und meine beiden Freunde haben sich schon in ihre Handys zurückgezogen. Und irgendwann saß ich dann da und dachte mir so, irgendwie bringt das hier gerade nichts. Ich habe gesagt, hey, warte mal, du holst dir gerade ultra aus, worum geht's dir dann eigentlich? Und da hat er irgendwie mir keine konkrete Antwort gegeben und dann meinte ich nur, ey, guck mal, hier, die anderen beiden gucken schon auf ihre Handys, weil sie keinen Bock haben auf diese Diskussion hier. Ich habe auch, bin eigentlich auch hier nur für einen entspannten Abend, also lass mal jetzt wirklich einen Cut machen und ja, nur noch entspannt hier chillen. Hat er auch glücklicherweise eingesehen, aber nach dem Gespräch war, sagen wir mal, mein Interesse, mich weiter mit ihm zu unterhalten, relativ gering. Dann ist er noch ewig geblieben. Also, ich glaube, die Diskussion hatten wir um 8 oder so und er ist noch bis 10, halb 11 geblieben. Und ich habe dann zwischenzeitlich zu meiner besten Freundin gesagt, ey, hier, das ist doch dein Bekannter, kannst du nicht mal irgendwie machen, dass der weggeht? Weil er hat auch einfach nicht richtig reingepasst. Er versteht sich zwar mit Essie, aber... Achso, jetzt habe ich ihren Namen gesagt. Naja, kennt ihr eh keiner. Ist eh ein Spitzname. Also er versteht sich mit meiner besten Freundin. Aber mein Kumpel und ich, wir sind halt rausgezogen aus Hütte, weil wir einfach nicht so ticken wie Hüttenstädter. Also meine Heimatstadt ist Hütte. Falls ihr euch jetzt gewundert habt. Ich glaube, das ist schon bekannt. Ja, und deswegen sind wir mit ihm nicht so richtig auf einer Wellenlänge gewesen. Und er hat auch nicht viele Anstalten gemacht, sich dahin einzulassen. Das größte Problem bei dieser Diskussion auch war, dass er so von oben herab geredet hat. Weil er ist halt ein Stück älter und war dann so, naja, so nach dem Motto, naja, Jungchen, ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich war auch mal so naiv wie du, hahaha, wo ich dann dachte, es hat hier nichts mit Erfahrung zu tun oder so, das ist eine sachliche Diskussion, die man führen könnte, wenn man wollte, aber naja, will da auch nicht weiter ins Detail gehen. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und zeigt mir wieder, warum ich nicht mehr in Hütte wohne, weil tatsächlich ich das Gefühl habe, viele Leute in Hütte haben komische Ansichten. Und da bin ich im liberalen Berlin besser aufgehoben. Naja, der Rest des Abends war super witzig. Wir haben den Rest des Abends einfach nur sehr, sehr viel Scheiße gemacht, Scheiße gequatscht. Bis 4 morgens. Das war dann der witzige Part. Der hat sich wieder gelohnt. Da habe ich nur 3 Stunden geschlafen, das war wieder fragwürdig, aber den Rest der Geschichte kennt ihr. Jetzt zum krassesten Teil. Dresden. Oh boy. Also Dresden war so eine Aktion. Meine Chefin wohnt da. Meine Chefin und ich verstehen uns ziemlich gut. Also hat sie... Achso, und da ist auch das Hauptquartier unserer Abteilung sozusagen. Also die Firma, bei der ich arbeite, die ist ja riesig und international. Aber die Abteilung, die wir haben, hat ihren Deutschlandsitz in Dresden. Und die haben da frisch ein neues Büro gebaut. Also meinte meine Chefin, hey, komm doch nach Dresden, kannst du dir das neue Büro angucken? Und ich lade dich auch zu meiner 30. Geburtstagsfeier ein. Und ich war so, okay, klar, warum nicht? 2 Fliegen mit einer Klappe, sehe ich mal den Chef. Also den Chef über meine Chefin. Den Chef unserer Abteilung. Sehe Dresden mal, weil Dresden ja auch ziemlich schön sein soll. Und kann auch den 30. meiner Chefin mitnehmen. Hab da jetzt keine großen Erwartungen gehabt, aber meine Chefin hat schon angedeutet, sie hat eine Location und hat einen Koch und so weiter. Also es wird schon ein bisschen größer. Also, warum nicht? Entspannter Abend mit meiner Chefin und deren Bekannte und noch ein paar andere Kollegen. Dresden angucken und so weiter und so fort. Also, kurzerhand gebucht. Teilweise auf Firmenkosten, was ziemlich nice war, weil ich auch im Büro war. Teilweise privat. Und ich bin Donnerstag hin und Sonntag wieder zurück. Weil Freitag war ich im Büro und Samstag war die Geburtstagsfeier meiner Chefin. Ich habe aber den ganzen Samstagvormittag nichts zu tun gehabt. Also haben wir noch gesagt, jo, ich habe meiner Freundin gesagt, ich bin in Dresden. Sie hat gesagt, sie hat eh Bock auf Dresden. Dann haben wir also gemacht, dass sie am Freitag auch nach Dresden kam, hat sich da mit Freunden getroffen und dann haben wir den Samstag noch zusammen verbracht, bis ich zu meiner Chefin musste. Und insgesamt war der ganze Trip mega geil, muss ich sagen.
bis auf eine Kleinigkeit, aber komme ich gleich noch zu. Es fing damit an, dass ich das erste Mal in meinem Leben ICE gefahren bin, was ziemlich cool ist, weil super schnell und zumindest der, mit dem ich gefahren bin, war ziemlich leer. Und leeres Zugfahren ist entspannt. Dann also 2 Stunden gelesen, Duolingo gemacht, ich glaube ein bisschen gelernt noch. Aber 2 Stunden nach Dresden ist halt entspannt, das fährt sich so runter. In Dresden dann ins Hotel. Das Hotel war so meh. Aber es hat gereicht, um da zu übernachten. Und am nächsten Morgen dann ins Büro. Das Büro war ziemlich cool. Ich habe vorher eine Videoführung von meiner Chefin bekommen mal. Die war okay, in echt sieht es besser aus noch. Und dann waren auch ein paar Kollegen, die ich noch nie gesehen habe, mit denen ich aber schon gearbeitet habe, online halt. Wo ich dann meinte, ey cool, dann sehen wir uns auch mal persönlich. Habe mit denen eine Weile gequatscht. Sowieso viel zu viel gequatscht an dem Tag. Ja, mit dem Kollegen, mit dem anderen Kollegen, mit noch einem Kollegen, mit dem Chef habe ich gequatscht, also mit dem Chef. Meine Chefin war nicht da, die hatte schon Urlaub an dem Tag. Ja, und den Rest des Tages dann im Büro gearbeitet und abends mit meiner Chefin und ein paar anderen Kollegen getroffen, die extra angereist kamen. Also wir waren essen gegangen in der Altstadt von Dresden, in einer Pizzeria, die war ziemlich gut. Und haben dann noch eine kleine Kneipentour gemacht, wirklich nicht lange, eine Stunde oder so. Haben uns alles mal angeguckt. Dann wieder zurück zum Hotel und dann war Samstag. Samstag, habe ich ja schon gesagt, meine Freundin kam nach Dresden, also habe ich sie früh morgens abgeholt. Und dann sind wir losgezogen und haben uns die Altstadt angeguckt. Ich hatte nur bis 16 Uhr Zeit. Das heißt, wir haben tatsächlich nicht mehr als die Altstadt geschafft. Was sehr schade war. Aber auch in der Altstadt gibt es eine Menge zu sehen. Wir haben quasi genau den Abschnitt, den man hier sieht, einmal umrundet. Moment, ist das der Abschnitt? Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der ist oder ob wir genau auf der anderen Seite stehen. Naja, egal. Jedenfalls Altstadt Dresden haben wir dann einmal durchquert und haben den Time Ride auch gemacht. Das ist so eine VR-Erfahrung, wo man ein bisschen Geschichtliches zu Dresden erfährt. Das war ziemlich cool. Wir waren in der Frauenkirche, die ist ganz schick. Wir haben Steak gegessen, das war okay. Und dazu auch noch ein bisschen rumgelaufen und dann war auch schon die ganze Zeit wieder vorbei. Ich habe keine Ahnung, wo die 6 Stunden hin sind. Achso, ja, ich musste vorher aber noch mal kurz in die Neustadt, weil da mein Hostel war. Und habe dann schon mal meine Sachen da abgegeben, was ich nicht wusste, dass ein Hostel kein eigener Raum ist, sondern ein Raum, den du mit dir mit anderen teilst. Ich dachte immer, Hostel wäre halt so, naja, ist halt eine Absteige, also jetzt kein Hotel oder so. Kleiner Raum mit Bett und gut ist. Aber nein, es ist ein Hotel, wo du den Raum mit fremden Leuten teilst. Und das habe ich nicht gewusst. Und als ich dann da war und die Rezeptionist, ja, meinte dann, ja hier, ich stelle sie oben in das Zimmer, bis dann die anderen kommen. Und ich meinte, hä, welche anderen denn? Naja, da sind ja noch mehrere in dem Zimmer. Und ich so, oh, das ist kacke, weil ich wollte halt meine ganze Ausrüstung loswerden, bevor ich mit meiner Freundin losziehe. Weil ich hatte einen fetten Rucksack und mein Work-Notebook mit allem möglichen dran. Hab dann gefragt, okay, kann ich das vielleicht hier in der Rezeption abstellen, bis ich komme? Weil ich wollte jetzt nicht das ganze Zeug da auf dem Bett stehen lassen bei wildfremden Personen, die ich nie wiedersehe. Also, wenn das Notebook weg ist, wäre halt uncool. Ja, dann haben sie gesagt, ja, okay, kannst du hier in der Rezeption stellen. Habe ich dann auch gemacht. Aber hatte halt dadurch den ganzen Tag so ein Gefühl von, oh boy, hoffentlich ist das noch da, wenn ich wiederkomme, weil ich wusste schon, dass ich erst nachts wiederkomme, um 2 oder so, weil eben Geburtstagsparty von meiner Chefin war. Hab dann gehofft, dass alles glatt geht. Die Rezeption meinte aber, ja, wir schließen hier dann aber auch ab, die Rezeption, das heißt, du kannst erst morgen früh frühestens an die Ausrüstung, also an deinen Rucksack ran. Dann meinte ich, okay, ja, ist mir immer noch lieber, als das in einen Raum mit wildfremden Leuten zu stellen. Also, gesagt, getan, abgestellt, losgezogen, mit meiner Freundin was gemacht und irgendwann dann zu meiner Chefin gefahren. Und dann ging's los. Meine Chefin ist irre. Die ist, also, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob alle ihre Partys so laufen, aber die Party war insane. Es waren, glaube ich, an die 30, 40 Leute da. Einmal die ganze Familie von ihr, die Familie von ihrem Freund,
paar Arbeitskollegen, so noch ein paar Freunde. Und ich halt noch als Arbeitskollege. Ich kam erstmal an und habe gar keinen gekannt, weil ich der erste von Kollegen war, der eintraf. Das war vorher alles Familie. Hab dann kurz mit der Familie gequatscht. Und meine Chefin ist aber schon, ist nur am Rotieren gewesen, um alles vorzubereiten, weil die Location ist so eine Art, naja, Gasthaus ist glaube ich übertrieben, aber so ein längliches Haus mit 2 Etagen gewesen. Das war alles super schick und es war sogar draußen eine Bar aufgebaut mit Personal. Also sie hat nicht nur die Location selbst gemietet, sondern auch Personal, was dann Getränke und so weiter bringt. Und dann gab es einen Sternekoch, der gekocht hat. Also nicht irgendwie, jo, ich habe einen Kumpel, der schmeißt mal den Grill an, sondern ein fucking Sternekoch, der uns ein 5-Gänge-Menü aufgetischt hat. Und zwar nicht nur das, sondern es gab vorher noch als Aperitif, als wir noch draußen waren, es war mega geiles Wetter den ganzen Tag, das war ziemlich cool, hat er uns noch kleine Burger gebracht und sowas, die alle mega gut geschmeckt haben, selbst gemacht waren. Ja, und als dann gesagt wurde, ja, hier kommt man jetzt rein, dann sind wir halt in die 2. Etage, wo auch der DJ schon aufgebaut hatte und nur gewartet hat, bis er spielen kann, haben uns an den Tisch gesetzt und haben ein fucking 5-Gänge-Menü bekommen. Und es war wirklich ein Sterne-Menü von einem Sternekoch und es hat auch genauso ausgesehen und auch genauso geschmeckt. Also geschmeckt hat es mega. Wobei ich bei der Hälfte der Gerichte nicht wusste, ob mir das schmecken wird. Also, Karte lag aus, ich habe mir die Sachen angeguckt, dachte mir so, aha, ja, mal gucken, könnte gut sein, könnte auch nicht so gut sein, lass mich überraschen. Aber es war alles mega gut. Also, was gab's denn da? Wir haben Hähnchen gehabt, wir haben so einen geschichteten Kartoffelbrei. Also, das war wirklich, du konntest jede Schicht sehen, das war richtig komisch. Aber es hat mega gut geschmeckt. Reh gab's, das war auch geil. Und ich habe das allererste Mal in meinem Leben Froschschenkel gegessen. Das fand ich erst ein bisschen, ne? Weil optisch ist das überhaupt nicht mein Fall. Aber Froschschenkel schmecken wirklich 1:1 wie Hühnchen. Ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Nur die Optik ist anders. Aber der Geschmack ist wirklich 1:1 dasselbe. Von daher die Erfahrung mal mitgenommen. Und als dann das Buffet irgendwann zu Ende war, hat dann der DJ schon mal aufgelegt und dann ging es los mit ein bisschen Tanzen, ein bisschen Quatschen, das Übliche halt. Ich wusste aber auch, dass es noch ein Feuerwerk geben soll, denn der Freund von meiner Chefin macht Feuerwerk. Ja, jetzt war aber draußen nichts zu sehen und ich dachte mir, naja, die werden sich schon irgendwas gedacht haben. Hab dann halt gequatscht, getanzt, gegessen, getrunken. Irgendwann stehe ich draußen mit ein paar Kollegen und dann heißt es nur, achso, nee, Moment, beim Essen haben wir aus dem Fenster geguckt und neben dem Haus war ein Parkplatz. Und auf diesem Parkplatz stand plötzlich ein riesiger Bus und irgendeiner sagte scherzhaft, naja, der muss aber noch losfahren, wenn ihr, also spätestens wenn wir abends los wollen, brauchen wir Platz, ne? Und irgendeiner meinte dann, ja, pass auf, mit dem Bus drehen wir nachher noch eine Runde, ha, 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 ha. Guess what happened? Irgendwann hieß es dann, Leute, kommt mal alle raus und setzt euch in den Bus. Und wir waren so, wie jetzt? Ja, wir setzen uns in den Bus und fahren los. Weil die Begründung war, das Feuerwerk durfte nicht da gemacht werden, wo wir waren, weil in der Nähe ein Wald war und Waldbrandstufe und so weiter. Also hat sich meine Chefin ein fucking Bus gemietet und es war so ein Stadtrundfahrtstourbus. Den hat sich gemietet mit Fahrer, hat uns dann in ein Fußballstadion, also so ein Dorffußballstadion, ist nicht so ein Stadion an sich, sondern einfach ein Feld mit kleinen Tribünen sowas. Hat uns dahin kutschiert, eine halbe Stunde von wo wir waren weg und auf diesem Feld war dann das Feuerwerk. Und wir, also auf dem Feld war vorher noch irgendwie ein Motorradrennen, wo dann auch noch Leute so auf den Tribünen waren und wir waren die VIPs, die mit Bus angefahren kamen, auf das Feld sind und
vom Feld aus das Feuerwerk angucken durften, während alle anderen halt ein Stück weg auf der Tribüne stehen mussten. Ja, dann standen wir da. Meine Chefin hat sogar organisiert, dass da noch ein Van kam mit Champagner. Und dann hat der Freund von meiner Chefin losgelegt mit dem Feuerwerk. Das Feuerwerk war genial. Ich war mal bei den Pyro Games und Pyro Games waren nicht so geil wie das Feuerwerk, was der Freund aufgezogen hat. Mit Musik, mit allem drum und dran. War richtig Gänsehaut-Feeling. Ja, wir gucken uns das Feuerwerk an. Ist alles ultra genial. Und dann sind wir auch wieder zurück und haben noch bis 4 morgens oder so weiter Party gemacht. Insgesamt war das einfach eine krasse Erfahrung. Also danke an meine Chefin, die sich das hier nicht angucken wird, weil sie gar nicht weiß, dass ich streame, aber das war echt eine krasse Erfahrung. Sie muss eine Menge Kontakte haben. Ich glaube nicht, dass sie das alles aus Bruttotasche bezahlt hat. Aber es ist trotzdem so heftig, dass sie das aufgezogen hat für den 30. Geburtstag. Weil ich kenne halt so Geburtstag, ja, lass mal hinsetzen, was trinken, schnacken, fertig. Und sie ist halt so, ja, ich habe eine Location gemietet mit einem Sternekoch, der euch ein 5-Gänge-Menü serviert, während das Personal euch Getränke bringt. Und danach steigen wir in den gemieteten Stadtbus, fahren ins Stadion, wo mein Freund ein Privatfeuerwerk gebaut hat, und gucken uns das an und fahren wieder zurück. Ist halt heftig gewesen. Ist mega heftig. Ja, die Downside war nur, dass ich dann ins Hostel musste, was mir super unangenehm war. Und dann halt mit irgendwelchen fremden Leuten. Ich habe die nicht mal gesehen, weil alle schon gepennt haben. Versucht so leise wie möglich da reinzugehen. Und hab halt am nächsten Morgen, achso, dann meinte meine Freundin noch, hey, hast du Bock, morgen mit mir Regio zurückzufahren? Weil ich hatte theoretisch von Arbeit das ICE-Ticket gekauft. Aber meine Freundin war halt da und hätte alleine mit dem Regio fahren müssen. Dann meinte ich, naja, klar, okay, fahre ich halt mit dir mit. Mein Regio wäre aber um 1 irgendwann gefahren und sie wollte schon früh morgens um 8 oder um 9 mit dem Regio fahren. Das war aber das Problem, ich wusste nicht, wann die Rezeption aufmacht. Da stand was von um 7, aber um 7 war keiner da. Und dann hatte ich so, oh shit, also wenn wir den Regio schaffen wollen, dann müsste hier bald mal einer aufkreuzen. Und dann gegen 7:30 oder so kam tatsächlich einer. Habe ich mir mein ganzes Zeug gekrallt, habe kurz überprüft, ob alles da ist. War glücklicherweise alles da und dann sind wir los. Um 2 fette Verspätungen mit dem Regio zu haben und anstatt, ich glaube, 2,5 irgendwie 3,5, 4 Stunden gefahren zu sein. Oder statt 3 Stunden 4,5 irgendwie so. Aber ja, das war ein krasses Wochenende. Das war ein echt krasses Wochenende. Ja. Soviel zu Dresden. Soviel zu Dresden. War gut. War gut. Achso, ja. Freunde, Familie gibt es eigentlich nicht viel weiteres zu sagen. Mit meiner Familie hatte ich in den letzten 3 Wochen relativ wenig Kontakt. Freunde, ja, mit meinen besten Freunden, Hauptsache irgendwelche Partys geschmissen. Also Einweihungsparty, Asian Dinner war mit denen, zwischendurch war ich da. Ich mache halt sehr viel mit meinen besten Freunden, weniger mit Freunden drumherum. Ich habe auch ein paar andere Freunde getroffen, also insgesamt würde ich das abnicken, als reicht. Und Beziehungen, habe ich ja gesagt, fetter Streit gehabt. Also meine Freundin war 1,5 Wochen mit mir hier in meiner Einraumwohnung und ich glaube, ich war einfach gereizt, ohne es zu merken. Und dann hatten wir uns kurz gestritten. Ja, es war ein größerer Streit, aber jetzt ist wieder alles schick. Und ach so, genau, hier wollte ich noch erzählen, wir haben unser 8-monatiges gefeiert. Und zwar Freitag. Wie gesagt, der erste Tag, wo ich um 12 Uhr den Laptop, genau. Wo ich einfach um 12 Uhr Feierabend machen konnte und konnte dann die Zeit zwischen Feierabend und in die Heimat fahren dazu nutzen, mit ihr einerseits mich am Alex zu treffen, ihr da Blumen zu schenken, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Sie hat sich mega gefreut. Dann sind wir am Alex, haben dann eine Runde gedreht. Da war irgendein African Festival, das haben wir uns angeguckt. Und ein Typ, der super krass Schlagzeug spielt. Ich glaube, der hieß The Drum Boy oder so. Der American Drum Boy. Findet er vielleicht, wenn er ihn googelt. Der war cool. Hat er richtig American Energy auch mitgebracht. Und dann haben wir unser erstes Date rekreiert. Denn zum ersten Date haben wir uns am Potsdamer Platz getroffen. In der Mall of Berlin.
Diesmal war es halt, sind wir halt zusammen zu Petsdamer Platz gefahren, mussten jetzt nicht in die Mall gehen, aber sind halt hingefahren und haben da ein paar Runden gedreht. Das haben wir nämlich an dem Tag auch gemacht. Der einzige Unterschied ist, jetzt ist Sommer. Wir haben uns im Winter kennengelernt, wo es arschkalt war. Diesmal war es Sommer, war also okay. War nicht das beste Wetter, war ein bisschen kühl, aber nicht so wie im Winter. Und dann hatten wir damals ein vietnamesisches Restaurant entdeckt, wo wir reingegangen sind. Da hatten wir nur Tee getrunken. Aber da hatten wir dieses Gespräch, was ich erzählt hatte, wo sie einfach irgendwie so einen Schalter umgelegt hat von, naja, der Typ ist ganz okay, zu, boah, jetzt habe ich doch Interesse. Und diesmal haben wir uns da halt wirklich auch was zu essen bestellt und was zu trinken, war einfach entspannt, zusammen nochmal in dasselbe Restaurant zu gehen und quasi uns neu zu verlieben. Um das mal so schmalzig zu sagen. Ja, nachher kommst du vorbei, dann sehen wir uns wieder. Mal gucken, was dann so passiert. So viel zu Relationships. Was haben wir noch? Gehen wir kurz zu Sport und Ernährung. Sport und Ernährung, da ist nämlich tatsächlich nicht viel passiert. Wait. Am 19.06. war es noch fünfmal bis Kinn. Am 10.07. sind es Klimmzüge 6-mal bis Kinn. Also das hat sich gesteigert. Mit meiner schönen Klimmzugstange an der Tür. Mache ich jetzt seit 6, wenn ich in die Küche gehe. Also langsam und stetig wird es mehr. Ich habe leider ein bisschen zugenommen als abgenommen. Das wird eins meiner nächsten Ziele sein, das wieder nach unten zu gehen, weil so 84 Kilo wird mir langsam doch zu viel. Also wenn du, ich merke beim Laufen schon, dass hier vorne jetzt was dranhängt. Da habe ich keinen Bock mehr. Nackenübungen wollte ich nachgucken. Ja, stimmt, das müsste ich noch machen, habe ich nicht gemacht. Eine Massage. Das habe ich auch nicht gemacht. Das ist nach wie vor was in meinem Kopf, das ist aber untergegangen in den letzten Wochen. Ist aber tatsächlich noch eine Sache, die ich nachgucken will. Ja, bei Diätplan wollte ich mal wieder anfangen, Kalorien zu zählen. Aber ich glaube, anstatt Kalorien zu zählen, müsste ich einfach anfangen, mich gesünder zu ernähren. Ich habe halt viel zu viel Eis gegessen in den letzten Wochen. Ich habe eine Eiscreme entdeckt, die ist Pekannüsse und Karamell von so einer Billigmarke. Also die kostet nur 2,50 im Gegensatz zu Ben & Jerry's 6 Euro oder 7 Euro. Und die schmeckt besser als Ben & Jerry's. Und die ist jetzt so mein Lieblingseis, was ich mir ein, zweimal die Woche hole, manchmal dreimal. Und das ist halt doch ein bisschen zu viel. Was schade ist, ich mag das Eis. Aber ich muss mich definitiv, oder ich will mich definitiv gesünder ernähren. Denn ich habe auch langsam das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so gesund fühle, wie ich gerne würde. Und spätestens das ist der Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt musst du mal die Reißleine ziehen. Also ist gesündere Ernährung mein Ziel bis zum nächsten Zencast. Ich weiß, das ist sehr, sehr allgemein wieder gesagt. Und es ist nicht klar definiert, was das heißt, aber es heißt vor allem weniger Eis, mehr Gemüse. Mal schauen, wie das wird. Fitnessvögel ist auch nicht so viel passiert. Ich habe mit einem Kumpel geredet, der mit in der Gruppe ist, der wahrscheinlich auch der sportlichste von uns allen ist, warum er nicht reinpostet, wenn er was macht. Und er meinte, naja, er hat ein schlechtes Gewissen, wenn er hier reinpostet, irgendwie Halbmarathon gelaufen und die anderen Leute eher so reinposten 20 Minuten Just Dance. Wo ich ihm aber gesagt habe, ey, mach das trotzdem, das motiviert uns ja, mal dahin zu kommen. Sieht er leider nicht so, hat auch seitdem nichts weiter gepostet, finde ich schade. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr, sehr wenig gemacht die letzten 3 Wochen. Seit Xletics vorbei ist meine Sportmotivation halt ziemlich zurückgegangen. Und das will ich jetzt aber auch wieder antreiben, aus demselben Grund, dass ich mich einfach nicht mehr gesund fühle. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Ich bin immer noch sehr gesund. Bin, glaube ich, auch immer noch gesünder als der Durchschnittsdeutsche. Aber ich nehme halt zu. Und ich bewege mich weniger als vorher und das kann nicht gut sein. Und ich merke langsam,
Ja, woran ich am meisten merke, ist eigentlich Motivationseinbrüche und manchmal in meinen Augen so ein, naja, wie so ein Drücken oder so. Es fühlt sich einfach ein bisschen komisch an. Es geht so in Richtung Schwindel, ist aber kein Schwindel. Es ist einfach so, wenn ich dreimal blinze, ist es weg, aber ich merke, dass es da ist. Und dass es da ist, ist ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Entweder Mangel Ernährung oder tatsächlich einfach schlichtweg zu wenig Sport. Von daher, mal gucken, wie das bis zum nächsten Mal aussieht. Dann haben wir Games und Serien. Das größte Ding, GDQ. Es war wieder GDQ-Zeit und es war wieder das erste GDQ, wo mal eine Live-Audience wieder dabei war. Die letzten GDQs habe ich alle ignoriert, weil ohne Live-Audience gucke ich mir lieber die Weltrekorde an, als die Runs bei GDQ. Ist ein bisschen komisch, aber ich brauche das halt. Ich finde das viel geiler, wenn da eine Live-Audience ist. Habe aber trotzdem ein, zwei Runs geguckt, die nicht vor Live-Audience war. Hier sieht man zum Beispiel Tonkotsu für Donkey Kong Country hat gestreamt. Da war die Live-Audience jetzt nicht im Hintergrund. Aber insgesamt ist sie da und deswegen feiere ich das. Also habe ich mir schlichtweg die Schedule genommen und alle Spiele rausgesucht, die ich da so gucken will. Das ist neben denen, die ich hier schon drinstehen habe, weil das sind die, die ich schon geguckt habe. Habe ich noch eine Liste an anderen. Das sind die alle. Portal, das hier ist Ocarina of Time Randomizer. Ocarina of Time bei Testboard. Celeste SMC, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Super Mario World. Left 4 Dead Run. Final Fantasy X. Endlich ein Final Fantasy X in GDQ. Aufgrund eines Cutscene Removers. Da bin ich nämlich sehr gespannt auf das Commentary. Da hatte ich mir damals den Weltrekord angesehen und keinen Plan gehabt, was passiert ist. 3,53 ist eine gute Zeit. Ja, Super Mario All-Stars habe ich als Kind gespielt. Super Mario Maker 2. Einfach der typische Mario-Block mit den bekannten Gesichtern. Kassegen, Pangea Pinga und so weiter. Simply Super Mario 64, weil ich einfach ein bisschen im Mario 64-Fieber bin in letzter Zeit. Und Elden Ring, wenn ich bis dahin Elden Ring durchgespielt habe. Ansonsten wartet das. Also die gucke ich mir erst an, wenn ich Elden Ring durchgespielt habe. Ja, wenn wir hier mal kurz reingehen in die Runs, die ich bis jetzt gesehen habe. Der erste war der Final Fantasy VI Worlds Collide Run. Final Fantasy VI ist mit eins meiner Lieblingsspiele überhaupt, weil die Story einfach so geil ist, die Welt so geil ist und es eins der wenigen Spiele ist, wo die Welt tatsächlich mal untergeht. Aber der Randomizer, muss ich euch ehrlich sagen, es waren 4-Personen-Race und es ist eine Weile her, dass ich Final Fantasy VI gespielt habe. Ich wusste noch sehr, sehr viel, aber durch die Randomizer war das eine reine Reizüberflutung, wirklich. Die Kommentatoren waren mega. Dass die das alles auf dem Schirm behalten haben, kann man nur respektieren. Die machen es aber auch nicht zum ersten Mal. Trotzdem war es für mich schwierig, als Viewer da mitzukommen, weil du mir einerseits verstehen musst, was ist der Randomizer, was tut der genau, was tun die Spieler gerade und wer macht hier eigentlich gerade was und wer ist eigentlich wie weit. Und klar, die Kommentatoren tun ihr Bestes, um einen da auf den Stand zu halten, aber selber verstehen war da wenig. Und ich glaube, für mich wäre das auch nichts, der Randomizer. Es ist eine witzige Idee. Randomizer in general sind eine witzige Idee, aber ich glaube, es gibt wenig Spiele, wo ich da wirklich Bock drauf hätte. Trotzdem habe ich den Run angeguckt. Trotzdem war der Run cool und vor allem, was ich faszinierend fand, ist, dass der Endboss unchanged ist. Und sie halt so wissen, was das Endziel ist und den Weg finden müssen, wie sie da hinkommen. Das war ganz cool. Dann habe ich, den Run habe ich nicht gesehen, den Mario Sunshine Run. Das war aber eine Sache, die ich zufällig entdeckt habe, weil ich einfach früh morgens online kam, Twitch angemacht habe und GDQ lief gerade mit Mario Sunshine. Ich dachte mir, oh, Mario Sunshine, kannst du mal kurz reingucken. Und hier unten war dann als Kategorie angezeigt Shiny Challenge. Und ich war so, Shiny Challenge? Kenne ich nicht, wo der war, der wird schon wissen, was er tut.
Hab ein bisschen geguckt, habe aber nebenbei gearbeitet, also nicht wirklich aktiv zugeguckt. Und ich habe halt irgendwie nach einer Stunde oder anderthalb Stunden, wo der Run schon lief, eingeschaltet. Dann lese ich einen Tag später auf Reddit, was irgendeiner fragt halt, ja, hier Super Mario Sunshine Shiny Challenge, keine Ahnung, was das ist, ich habe gegoogelt, find's nicht, was war das? Und dann hat einer geantwortet, naja, der Runner ist halt 50 Minutes in gestorben und hatte kein Backup. Was war so, das tut weh, auf der fucking GDQ-Stage den Run verkacken und kein Backup haben. Und es ist ein bisschen schadenfreudig, aber ich wollte sehen, wie das passiert ist und wie die damit umgehen. Und man muss sagen, huge Respect an Aspirants, der hat das richtig gut weggesteckt. Also du hast ihm natürlich gesehen, dass er so war, fuck. Aber er hat das sehr, wie sag ich das, mir fehlt das Wort. Er hat das auf jeden Fall sehr gut gemanagt, dass er nicht in Panik verfallen ist, sondern einfach meint, okay, dann starten wir jetzt einen neuen Run und gucken, was passiert. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir machen anstatt All Shinies, ich glaube, der wollte All Shinies, also 100% quasi, Run und hat er dann einfach, wie viel Shinies schaffe ich in der noch verbleibenden Zeit? Ja. So viel dazu. Dann habe ich natürlich den Celeste Run geguckt von Grosshaiken, der True Ending war. True Ending Run, also Any% plus Core plus Farewell. Und Farewell mit, ich weiß gar nicht, DTS, glaube ich, war das. Also Farewell mit Double Dash. Und da gab es einige Strats, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und auch einige Strats, die ich am Any% Run gemacht habe, die neu waren. Oder die ich so noch nicht kannte. Oder die einfach sehr geil waren. Also auch wenn ich Celeste schon 67.000 Mal gesehen habe. Props an Grosshaiken, der Run war mega. Und er hat auch Casual, ich glaube 29, also Sub 30 Any% rausgehauen dabei. Kann man ja mal machen, so im Marathon, ne? Yo, Julia, was geht? Lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Ich bin gerade beim GDQ-Reviewen von den Runs, die ich bisher gesehen habe. Unter anderem der hier jetzt, das ist der letzte, den ich vorher nicht gesehen habe, der Reverse Boss Order Donkey Kong Country Run. Da waren wenig Überraschungen, den hatte ich halt schon mal gesehen. Allerdings bleibt es nach wie vor einer der most crazy runs ever. Weil die sich halt einfach rückwärts durchs Spiel glitschen. Was so lächerlich ist, dass man das eigentlich mal gesehen haben muss. Ansonsten grundsätzlich Standard Donkey Kong Country, wer es kennt, Jump Rolls, Rolling, nothing too special. Aber sehr solide Leistung von Tonkotsu. Ich glaube, er hat alle bis auf einen Glitch. Nee, doch, die Glitches hat er alle fehlerfrei hinbekommen und die eine Jump Roll hat er nicht bekommen. Ansonsten war das ein Top-Notch-Run. Richtig gut. Ja, das sind alle GDQ-Runs, die ich bisher gesehen habe. Jetzt gucke ich gerade den Ocarina of Time Randomizer und werde dann mein Fazit dazu geben, wenn ich damit durch bin. GDQ bleibt erstmal. Leben läuft. Nice, nice. Bei mir auch. Bei mir auch. Ich habe jetzt eine 34-Stunden-Woche. Das ist ziemlich geil. Habe ich am Anfang des Zencasts erzählt, wenn ich den nachher hochlade. Was heißt nachher, wenn ich den irgendwann mal hochlade, kannst du dir das angucken. Aber es ist geil. Ansonsten zu den Speedruns. Ja, Grandia, wie gesagt. Gewehr. Kannst du dir arbeiten. Ich habe nur 6 Jahre Ausbildung machen müssen und 1,5 Jahre arbeiten. Um mir das zu verdienen. Na, wo, verdienen ist relativ. Da war sehr viel Glück dabei. Gebe ich ehrlich zu. Grandia Speedrun habe ich nicht weitergeguckt, aus dem Grund, weil ich halt erst im nächsten Gebiet bin und das abschließen will, bevor ich dann den Speedrun dazu gucke. Papers, Please Speedrun habe ich weitergeguckt. Der bleibt semi-spannend. Das Learning, was ich aus dem Papers, Please Speedrun mitgenommen habe, war, wir wollen
Suicide Bomber in unserem Land. Denn Suicide Bomber enden den Tag früher, was natürlich für den Speedrun gut ist. Also versucht er, jeden möglichen Suicide Bomber reinzuschmuggeln und hofft, dass er sich hochjagt. Ansonsten gab es hier noch nicht viel Nennenswertes. Ich bin jetzt aber auch erst, keine Ahnung, bei anderthalb Stunden von sechs Stunden. Vielleicht kommt da noch was. Ich gucke aber nicht so viel. Ich gucke irgendwie 10 Minuten am Tag oder so. King's Bounty Speedrun. Warum ist er eigentlich oben? Den gucke ich dann, wenn ich eventuell mal das Spiel anfange, was in ferner Zukunft ist. Oder andersrum, ich fange das Spiel vielleicht an, wenn ich den Speedrun geschaut habe. Nur, und ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon erwähnt, der Typ, der das gespeedrunnt hat, hat nervige Musik über das Video gelegt, anstatt den Ingame-Sound zu haben. Das heißt, du hörst da eigentlich nur 6 Stunden lang Pop-Songs oder Metal-Songs oder irgendwas und kriegst nichts vom eigentlichen Spiel mit. Zumal das Spiel komplett auf Russisch ist bei ihm. Ah, das wird interessant, das zu gucken. Das gucke ich dann wirklich mehr, um einzuschätzen, ob ich das selber speedrunnen will oder nicht. Weil ich habe das Casual gespielt und Casual fand ich das mega. Casual ist das Spiel super gut. King's Bounty, The Legend. Ja, den Typen habe ich noch nicht weitergeguckt. Ich glaube, Paddy Galloway war das der? Paddy Galloway. Ja. Aber hier habe ich eine Menge geguckt. Und zwar... Das Herz an Herz, hörst du mich, ich und du, immer zu, du und ich. Wo kommt das her? Ach, irgendein Popsong. Aber der sagt mir gar nichts. Womit fangen wir an? One Piece Manga, der ist ja on break. Da gibt es, glaube ich, nichts zu sagen. War der schon on break beim letzten Mal? Oder war der... War da noch ein Chapter? Das letzte Chapter hat ja damit aufgehört, dass der Green Bull jetzt dabei ist. Oh, okay. Jetzt bin ich... Zwischenchapter, interessant. Okay, den muss ich mir geben. 3 Zwischenchapter sogar. Road to Love Tale. Aha, okay. Das gucke ich mir an. Aber ja, das letzte Chapter hat ja damit geendet, dass die neuen Bounties kamen, Green Bull jetzt auf Jagd geht von den anderen und wir die neuen Kaiser gesehen haben. Und zwar Buggy, Blackbeard, Shanks und Ruffy. Das könnte spannend werden. Das Meme, dass Buggy tatsächlich Kaiser wird, ist Wahrheit geworden. Das ist ziemlich witzig. Anime habe ich nicht weitergeguckt. Heute ist die 3. Folge, glaube ich, rausgekommen. Ja, also ich habe tatsächlich überhaupt keinen Anime geguckt. Weil ich dann eher GDQ oder sowas geguckt habe in der Zeit. Da bin ich jetzt 3 Folgen zurück, aber das ist ja nicht so wichtig, der Anime. Zu One Piece generell noch. Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, warum oder was bei One Piece fehlt oder was mich da so stutzig macht. Nämlich generell in Videospielen oder Filmen oder Serien. Wann fühlt sich ein Upgrade oder ein Power-Up richtig gut an? Eigentlich genau dann, wenn es irgendein Struggle einfacher macht. Also, keine Ahnung, jemand kämpft gegen irgendwen, hat richtig Probleme, kriegt ein Power-Up und schafft es dadurch zu gewinnen. Das war bei Katakuri-Fight. So, der Katakuri-Fight war das Musterbeispiel für ein belohnendes Upgrade. Weil der Fight an sich krass war, es war ein Struggle und die Belohnung am Ende war genug, um diesen Struggle überstehen zu können und es in Zukunft leichter zu haben. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel Doflamingo oder Kaido dagegen setzen, Gear 4 und Gear 5,
die Kämpfe waren unausgeglichen. Also es war kein Struggle im Sinne von, okay, wir versuchen so ein, das ist so ein Kopf an Kopf, sondern das war immer eine Seite, die krass OP war. Also erst hatte Ruffy kaum eine Chance gegen Doflamingo, dann kam Gear 4 und jetzt hatte Doflamingo kaum eine Chance gegen Ruffy. Und das fühlt sich nicht belohnend an, weil dieser Struggle, wo die Head-On sind, nicht wirklich existiert hat und das Upgrade so krass war, dass es auch zu keinem Struggle kam, sondern direkt vorbei war. Also Kumpel hat mich berichtigt, dass es bei Doflamingo schon ein bisschen härter war noch, aber in meiner Erinnerung, von meinem Gefühl her, war das so ein, naja, aber wirklich konnte Doflamingo jetzt auch nicht mehr was machen. Und dasselbe war auch bei Kaido so. Ruffy null Chance gegen Kaido, dann kommt Gear 5 und jetzt hat Kaido null Chance gegen Ruffy. Und auch hier fehlt dieses Kopf an Kopf wirklich gegeneinander kämpfen. Und das Upgrade ist einfach so krass OP, dass es sich nicht belohnt anfühlt, weil es einfach zu viel ist. Weil du denkst, naja, okay, dann halt ist er jetzt OP, dann ist es so. Und die früheren Struggles hatten das aber. Wenn man sich zum Beispiel Kampf gegen Don Krieg anguckt, wo der Struggle war, dass er durch diese Rüstung nicht durchgekommen ist und dann hat er halt, obwohl es war ja kein Upgrade in dem Sinne. Überhaupt, die Upgrades in One Piece kamen gefühlt immer kurz vor dem Struggle. Aber ja, in Videospielen generell ist es aber meistens so, dass sich das Upgrade gut anfühlt, wenn es deine Aufgabe einfacher macht, aber nicht trivial. Also nehmen wir jetzt Elden Ring als Beispiel. Das Umskillen hat sich sehr befriedigend angefühlt, weil ich plötzlich kämpfen konnte. Aber wäre ich jetzt komplett OP gewesen, hätte sich nicht mehr gut angefühlt. Und es war fast so, es war schon an der Grenze bei den Bossen. Kampf gegen Battlin und Upgrade auf zu Dashes, um gerade so wieder auf 0 Meter zu kommen. Ist aber ein gutes Beispiel tatsächlich, ja. Vielleicht nicht 1:1 comparable, aber ja, es ist. Kämpfst dich da durch und hast dann ein Upgrade, was sich richtig gut anfühlt. Was sich auch verdient anfühlt. Genau, das ist vielleicht das bessere Wort. Es fühlt sich verdient an. Weil. Ich meine, ein Upgrade, also du kriegst aufs Maul, stirbst One-Hit. Und das nächste Upgrade macht dich so OP, dass du alles One-Hit killst, fühlt sich halt nicht verdient an. Wofür hast du das Upgrade bekommen? Du hast ja nichts gemacht. So war das mit G4 und G5. Aber vor allem mit G5. Von null Chance zu, machen wir das einfach. Gut, bei Scrubs, da kam letzte Woche nichts raus. Also habe ich nicht so viel Updates. Ich habe schon wieder vergessen, welche die Folge eigentlich war, die letztens kam. Moment, ich gucke das mal kurz nach. Die Folgen, die ich gesehen habe, ich habe mit meiner Freundin auch nicht weiter geguckt. Their Story, My Words of Wisdom. Verdammt, also ich weiß noch, es waren gute Folgen. Zumindest die eine war gut. Und Staffel 6 ist halt so. Hat schlecht angefangen, aber es wird immer besser. Und wir sind jetzt gerade Richtung Ende, also die Folgen sind schon sehr gut. Ich habe aber gerade echt nicht mehr im Kopf, was da passiert ist. Das ist halt also mein ongoing Ding, was ich einmal die Woche mache und sage. Da bei dem Podcast auch nicht so viel Spannendes passiert, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Das ist ja an der Stelle echt nur Unterhaltung für mich. Game 2. Was war denn da? Da irgendwas Cooles vorgestellt? Lass mich mal kurz schauen. Game 2. Mario Strikers. Wait, die haben Sommerpause, glaube ich. Deswegen. Ja, nee, da kommen gerade nur User-Review-Quizzes, also so kleine Quizformate. Die sind auch ganz witzig. Und so Mini-Videos. Aber kein echtes Game 2-Video. Vielleicht, aber wahrscheinlich im nächsten 3-Wochen-Ding. Die werden keine 6 Wochen Sommerpause machen, glaube ich. Hoffe ich. Ansonsten höre ich in letzter Zeit relativ viel Gaming Careers Podcast. Bin da auch fast auf dem aktuellen Stand. Ja, das gibt mir einfach meine Updates zu Twitch und YouTube und Co. und was so in der Streaming-Welt passiert. Ich habe schon lange kein Devin Nash-Video mehr gesehen.
Ich weiß nicht, ob der jetzt nur noch auf Patreon macht, aber der Typ war auch immer ganz cool. Das war eigentlich meine Quelle für alles Relevante, was in Twitch und YouTube passiert. Aber es kann nicht so relevant sein, wenn Devin kein Video darüber gemacht hat. Und dann kommen wir noch hierzu. One Punch Man. One Punch Man bin ich mit dem Webcomic fast auf aktuellen Stand. Und der Webcomic ist ziemlich geil inzwischen. Da, Spoiler, spitzt sich die Lage nämlich gerade zu, weil die Hero Association auseinanderfällt und dafür die Neo-Heroes sich einen Weg nach vorne bahnen. Die Neo-Heroes, die augenscheinlich die bessere Hero Association sind, aber wohl ihre eigenen Pläne verfolgen und alle Leute zu Cyborgs machen wollen. Bin ich gespannt, wie das wird. Auf der anderen Seite haben wir die Vergangenheit von Sonic und Flash. Flash, der im Webcomic wesentlich krasser ist als im Remake. Deren Backstory ist halt, dass sie aus einem Ninja-Dorf kommen, wo sie halt unter ultra hartem Training zu den Besten der Besten gemacht wurden. Dann hat Flash kurzerhand das ganze Village zerstört. Und Sonic hat aber überlebt und anscheinend die fertig ausgebildeten Ninjas von diesem Village spielen jetzt auch wieder mit. Aber das eigentlich Krasse ist das aktuelle One Punch Man Kapitel. Das ist so over the top, weil jetzt kommt der Fight Saitama gegen Full Power Garou. Und klar, Full Power Garou hat per Definition schon keine Chance gegen One Punch Man, aber also gegen Saitama. Aber Saitama haut die Serious Moves raus und hier, große Spoiler, ich sag euch, lest es selbst und lest bis dahin, aber ich zeige euch mal einfach die Illustrationen dazu und die sind so genial. Hier sieht man Saitama versus Garou und die haben hier, das Ende vom letzten Kapitel war, dass sie beide einen Serious Punch gegeneinander geworfen haben, weil Garus Superpower ist ja Sachen kopieren und er hat einfach schlichtweg Saitama kopiert und seinen Serious Punch. Also hat kurzerhand Blast, der ja irgendwie interdimensional Zeug machen kann, die beiden wegteleportiert mit der Hilfe von anderen und die Energie. Dieser Energiestrahl, der da kam, hat schlichtweg einfach Sterne ausradiert. Das Ding ist so over the top, das ist eigentlich ultra lächerlich. So, dann sind die auf irgendeinem Jupiter-Mond. Und Saitama sagt erstmal so, ja hier, das ist der Core von Genos, wie auch immer man den ausspricht, von dem Cyborg. Und er sagt, wenn ich den wegstecke, vielleicht fällt es runter. Ich besieg dich einfach einhändig. Also Saitama richtig im Pissed-Serious-Modus. Und kickt einfach den Energieball weg, den Garou macht. Dann will Garou per Dimensionstor, was er anscheinend einfach öffnen kann, angreifen. Und Saitama dreht das Dimensionstor einfach weg. Und dann... Ja, gucken wir die super krassen Attacken. Aber Saitama macht einfach den Killer-Move. Serious, serious. Den Serious Table Flip. Und er flippt einfach den ganzen fucking Planeten. Hier. Er flippt einfach den Planeten kaputt. Den Mond. Es ist so genial. Ja, okay, ich spoilere jetzt nicht weiter, wie es ausgeht, aber. Also mit dem Chapter haben sie sich echt übertroffen. Sowohl, na gut, story-wise hat Garou gerade eine zu krasse Plot-Armor. Aber einfach nur, damit Saitama mal den ganzen Scheiß machen kann, ist es ultra witzig. Das ist ziemlich geil. Ja, dann sind wir auch schon durch mit Serien, denn viel mehr habe ich nicht geschaut. Viel mehr habe ich nicht gemacht. Kommen wir noch in den letzten Bereich hier, den Misk. Hier gibt es kleine Updates. Ich habe endlich jemanden, der mir diesen Router abkauft. In Verkauf.
Das heißt, der wird ab nächste Woche nicht mehr da sein. Es ist nämlich witzigerweise heute, dass ich angeschrieben wurde. Das heißt, den schicke ich morgen ab, dann ist der auch weg. PC einstellen, der steht immer noch hier neben mir, ist immer noch in meiner To-Do. Echt zu wenig Zeit mir genommen für sowas. Karten wollte keine Sau, Lösungsbuch will auch keine Sau. Celeste hat mir eine Series One-Frame Tab. Ja. Duolingo, bin ich wieder ein bisschen aktiver. Ich habe ein paar Mal meine 15 Lektionen geschafft. Türkisch ist nach wie vor regelmäßig. Also die 6 Lektionen Türkisch schaffe ich fast täglich. Vietnamesisch öfter mal und Japanisch selten. Deswegen geht es auch kaum voran. Ich habe auch mal ausgerechnet, so wie ich es gerade mache, müsste ich eigentlich 6 Lektionen Türkisch, 5 Lektionen Vietnamesisch und nochmal 6 Lektionen Japanisch machen. Weil du hast die Fehlerübung, zähle ich jetzt eine Lektion. Du hast die beiden Restore-Skill-Lektionen. Und du hast im Japanischen die beiden Schriftsysteme-Lektionen. Das heißt, du brauchst schon eigentlich mindestens 5, um einfach mal auf dem gleichen Stand zu bleiben. Und dann brauchst du eigentlich noch eine 6., um verlässlich Progress zu machen. Aber ich stecke eh schon, meiner Meinung nach, fast zu viel Zeit da rein. Wobei nicht zu viel. Aber ich will nicht noch mehr. Ja, ich sehe es gerade. Warum kommt die Quote nicht? Der Bot ist doch an. Warte mal, lass mich schauen. Wo war denn das? Cloudbot, Quotes. Mach mal mit einer Nummer, mach mal Quote 1 oder so. Commands. Quote-Liste haben wir. Ja, ich glaube, du musst eine spezielle Nummer machen. Warte. Warum steht das hier nirgendwo? Wie macht man das nochmal? Also ich habe hier keinen expliziten... Doch, ist eigentlich einfach nur Ausrufezeichen Quote, hast recht. Warum macht ihr das nicht? Hallo? Müsste aber an sein. Ach nee, der Cloudbot ist aus irgendeinem Grund. So, jetzt probier's nochmal. Hä? Hallo? Output. Okay, aus irgendeinem Grund schaltet er sich immer wieder von alleine aus. What? So, jetzt ist er an. Ich hoffe, er bleibt an. Nee, Quote ist schon richtig. Ah! Jetzt. Okay, keine Ahnung, warum. Ja. Dann haben wir die Zwerge und ich bin gestern frisch fertig geworden mit dem dritten Teil hier. Und ich muss sagen, der dritte Teil ist der beste von allen bisher, die ich wieder neu gelesen habe. Moment. Denn er ist ultra kreativ, er hat ultra viele Plot-Twists.
Und er ist bis zum Ende spannend erzählt. Jetzt kommt aber erstmal der Teil wieder. Also jetzt kommt wieder ein Albteil, meine ich. Aber der dritte Zwergeteil. Moment, wir machen es mal anders. So. Der dritte Zwergeteil ist deswegen so krass und hier wieder Major Spoiler für alles, was kommt. Could have strapped it, then I didn't. Spoiler, im ersten Teil ging es ja nur darum, dass das geborgene Land von bösen Heim gesucht wurde. Hauptsächlich von diesem bösen Dämon, der wurde dann gekillt. Im zweiten Teil kam dann die Eo-Il, das war eine sozusagen legendäre Elben, die alles Böse auslöschen wollte. Und zwar A nach ihrer Definition und B ungeachtet, ob das nur ein bisschen böse ist oder nicht. Also selbst, sagen wir, wenn es einen guten Ork geben würde, dann würde der Ork trotzdem sterben, weil seine Rasse böse ist. Also da wird gar nicht drauf geachtet. Okay, kein Plan mehr, in welchem Kontext diese... Binding of Isaac. wo wollte ich gerade hin? Achso, genau. Im Ende des zweiten Teils, es gab einen Wissenschaftler oder eher einen Ingenieur, der hauptsächlich alle möglichen krassen Maschinen gebaut hat. Und der hat durch diese Eoir, durch diesen Stern der Prüfung, die er losgeschickt hat, das alles böse ausradiert hat, hat er seine Frau und sein Kind verloren, weil die Halbelben waren, Halbalbe waren. Und dadurch hat er voller Wut auf die Zwerge und das geborgene Land sich verkrümelt. Und dann sind 5 Jahre ins Land gegangen. 5 Jahre, genau, in denen einiges passiert ist. Und zwar Tungdir, der Held, hat erstmal ein Kind bekommen und ein Kind verloren, was ihn zu einem Trinker hat werden lassen. Das heißt, die ersten 100 Seiten von dem Buch gehen darum, wie schlecht es ihm geht, bis er dann von seinem Freund Ingrimsch, dem Krieger, wachgerüttelt wird. Danach gehen sie auf Reisen und finden heraus, was so abgeht, denn im ganzen Land gibt es einerseits, vorher noch am Ende des zweiten Teils, dieser Stern der Prüfung, der kam, weil ein besonderer Diamant benutzt wurde. Und dieser Diamant, der wurde kopiert von den Zwergen und in jedes Königreich gesendet, weil dieser Diamant also diese ganze böse Energie in sich aufgenommen hat und jetzt das mächtigste Artefakt überhaupt ist für Magier. Und damit das nicht einfach irgendwem in die Hände fällt, haben sie den kopiert und in jedem Königreich versteckt und bewacht. Dann fing es an, dass Ork-ähnliche Wesen diese Sachen geklaut haben, also diese Steine. Und nicht nur Ork-ähnliche Wesen, sondern auch Zwerg-ähnliche Wesen, aber keine Zwerge. Und zeitgleich gab es irgendwelche todbringenden Maschinen, die Zwerge nach und nach gekillt haben. Und die erste Hälfte, das erste halbe, dreiviertel Buch geht darum rauszufinden, okay, was sind das für Viecher, wo kommen die her, wie beschützen wir die restlichen Diamanten? Spoiler, natürlich schaffen sie es nicht, die Diamanten zu schützen, die werden irgendwann alle geklaut. Aber wie gesagt, ein Plot-Twist nach dem anderen. Die komischen Wesen, Ork-Wesen, sind halt Mischwesen und sind Nachkommen der Unauslöschlichen, also den Königen der Albe. Und Orks, dann gibt es einen reinen unauslöschlichen Alb als Nachfolger. Es gibt den Ingenieur, von dem ich geredet habe, der diese Todesmaschinen gebaut hat und das ganze Land den Untergang schicken will. Der hat sich verbündet mit den Dritten, das sind die Zwerge, die alle anderen Zwerge killen wollen. Und den Unauslöschlichen, also mit allem Bösen, was es so gibt im geborgenen Land, hat er sich verbündet und seinen Verstand dazu benutzt, diese Maschinen zu bauen und diese ork-ähnlichen Wesen mit magischen Rüstungen auszustatten, kurz gesagt. Und selbst nachdem die alle gekillt worden sind, geht es noch raus aus dem geborgenen Land in das neue, unbekannte, jenseitige Land, wo sie die Die schwarze Schlucht
schließen müssen. Die Schwarze Schlucht ist nämlich sozusagen die Verbindung zwischen Oberwelt und Unterwelt, und aus der Unterwelt kommen halt die krankesten Viecher. Und dieser Diamant war ursprünglich der Schutzstein dieser Spalte. Also mit dem Diamant drin wurde die Spalte geschlossen. Jetzt wurde der Diamant geklaut, also wurde die Spalte auch wieder geöffnet. Das Buch endet damit, dass Tungdil, der Held, der hatte sich zuvor erst noch eine neue Waffe aus dem Schwert der Unauslöschlichen gebaut. Das Schwert ist übrigens auch ein super krasses Artefakt. Also er hat jetzt noch eine super krasse Zwergenaxt. Und er wurde aber mit eingeschlossen in dieser schwarzen Schlucht, nachdem sie wieder geschlossen wurde. Und alle halten ihn für tot. Aber ich habe die Bücher gelesen, ich weiß natürlich, er ist nicht tot. Und es geht weiter. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie die Details sind. Ich weiß nur noch, er kommt wieder und er hat sich verändert. Aber jetzt beginnt der Punkt, wo ich die Bücher nur ein einziges Mal gelesen habe. Also die Standard-Zwerge-Reihe, die ersten drei Bücher, die habe ich alle mindestens dreimal gelesen vorher schon. Und ich glaube, das erste und das zweite Albebuch habe ich auch ein oder zweimal gelesen vorher. Also zwei oder dreimal gelesen so rum, also einmal definitiv. Aber jetzt, das ist das nächste Buch auf der Liste. Und das habe ich, glaube ich, nur einmal gelesen. Alle Bücher, die jetzt kommen, habe ich nur einmal gelesen. So, das kommt in den Vordergrund. Und ich weiß ja, dass die Albe-Bücher nicht so gut sind wie die Zwergebücher. Aber ich weiß, dass Tungdil auch in den Albe-Büchern jetzt eine Rolle spielen wird, weil er eben in diese schwarze Schlucht ist, die letztendlich auch eine Verbindung zum Albereich herstellt. Ach fuck, jetzt habe ich das andere hier. Nee, wo habe ich es hingeschoben? Ah. Hier, glaube ich. Genau. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Das ist super, wenn du was liest, wo du weißt, na, als Kind fand ich das geil, aber ich habe keine Ahnung mehr, ob es heute noch was ist, was mir gefallen würde. Und ich kann uneingeschränkt sagen, im Gegenteil. Gerade der dritte war noch viel besser für mich, weil ich einfach die Gefühle besser nachvollziehen konnte, die die Charaktere da haben. Einfach dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung habe. Also Zwergereihe ist und bleibt meine Lieblingsreihe, uneingeschränkt zu empfehlen. Kann ich jedem ans Herz legen. Der dritte ist der beste bisher. Ich weiß noch, der vierte, also mein Fazit damals war, glaube ich, der vierte war mein Lieblingsteil. Aber ich weiß es nicht mehr und ich bin jetzt umso gespannter, was er hier nach x Jahren rausgehauen hat an Teil 6 und 7. Aber da komme ich ja bald hin. Ja, Piano habe ich tatsächlich wenig gespielt in den letzten drei Wochen. Also die letzten Updates sind ja alle ziemlich schnell. Nähern uns jetzt dem Ende, denn ja, Piano habe ich wenig gespielt. Da bin ich immer noch eher am Perfektionieren von dem, was ich schon spiele, als die neuen Sachen zu lernen. Wohnung habe ich nichts weiter gemacht. Das Tischregal wird irgendwie immer wichtiger, aber immer wichtiger ist hier auch ganz unten auf der Prioritätenliste trotzdem noch. Und ja, Investitionen kann man halt nur langfristig drüber reden. Es läuft alles vor sich hin. In diesem Sinne gibt's sonst nicht mehr viel zu sagen. Ich habe eigentlich alles angesprochen, was ich wollte. Ich habe die Hoffnung, dass bis zum nächsten Zen-Cast ein bisschen mehr Interessantes passiert, weil gefühlt ist nicht viel passiert in den letzten drei Wochen. Ich habe da jetzt trotzdem 2 Stunden reden können, woher auch immer. Aber es waren keine gravierenden Updates, nichts. Es waren mehr viele kleine Updates, über die ich hier geredet habe, als große bedeutende. Also die Masse macht's. Na gut. Wahrscheinlich wird bis zum nächsten Mal mehr Interessantes passieren.
In diesem Sinne mache ich jetzt hier einen Cut und sage danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Let's rate Majama Dude, der leider auch nicht mehr streamt. Aber wenn er würde, dann würde ich auch. In diesem Sinne, bis denn.